Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Vor ein paar Tagen fand das groß angelegte Shonen-Manga-Zeichnertreffen statt. Und im Rahmen dessen haben David Füllecki, Jochen Störzer, Michael Wild und ich uns mal hingesetzt, um ein wenig über Buffy im Bann der Dämonen zu plaudern. Aus dieser kleinen Plauderei wurde ein ausgedehntes, 9 Stunden langes Gespräch. Der erste Teil des Podcasts ist noch komplett spoilerfrei. Wir erzählen euch nur, warum ihr Buffy und natürlich auch das Spin-off Angel jetzt unbedingt sofort angucken müsst. Wir driften dann irgendwann ins Spoiler-Territorium ab, sagen euch da aber vorher noch Bescheid, dass ihr dann noch rechtzeitig ausschalten könnt, um dann sofort Angel und Buffy zu gucken. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Ausgabe des Nerdship Podcasts und beim ersten Teil zu Buffy im Bann der Dämonen. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Audio. Nee, das hatten wir ja gerade. Des Nerdship Podcasts. Audioflick haben wir ja gerade aufgenommen. Eine ganz besondere, mir am Herzen liegende Folge ist dies, denn der normale Ausschuss an Kommentatoren oder Moderatoren ist nicht dabei, also Stefan Scholz ist leider nicht dabei und Daniela Winkler ist auch nicht dabei. Stefan Scholz ist nur einen Raum weiter. Ist nur einen Raum weiter, darf aber nicht mitreden. Kann nicht mitreden. Ich bin natürlich dabei, weil ich zum Thema was zu sagen habe, was wir heute besprechen möchten. Und das heutige Thema ist Buffy! Wir reden von dem Kinofilm. Genau, ja. Den wir wahrscheinlich mit ansprechen müssen, ja. Wir haben ja gerade heimlich schon vor drüber geredet. Buffy, ich wollte noch was anderes sagen. Also Buffy im Bann der Dämonen, nicht dass da irgendwelche. Genau, Buffy im Bann der Dämonen. Was anderes Besonderes ist noch, ist zugegen. Nicht nur sind die normalen Leute, die sonst mit mir einen Podcast aufnehmen, nicht da, sondern es ist das allererste Mal, dass ich mit den anderen Menschen, mit denen ich über ein Thema rede, live in einem Raum wirklich Auge in Auge, Zahn um Zahn gegenüber sitze. Das heißt, falls wir mal handgreiflich werden wollen, können wir es auch tun. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum bei dem Thema. Oh ja. Was wollte ich sagen? Die übliche Routine ist ja, bevor wir mit einem Thema beginnen. Erstmal müssen wir natürlich jeden hier vorstellen. Moment, erstmal fangen wir an. Wer ist Team Angel oder wer ist Team Spike? Ich bin Team Spike. Wer ist Angel? Ich bin Team beides. Bei mir kommt es halt darauf an, über welche Serie wir reden. Wir reden ja heute wahrscheinlich nicht über Angel. Ich glaube, das wäre mal ein Podcast für sich. Wenn ich Angel gucke, bin ich Team Angel. Wenn ich Buffy gucke, bin ich Team Spike. Okay, hatten wir diese wichtige Frage schon mal geklärt. Bevor wir geklärt haben, wer überhaupt hier sitzt und diesen Audiokommentar. Alles viel wichtiger. Diesen Nerdship-Podcast aufnimmt. Ich zeige der Reihe nach auf euch. Ich muss jetzt mal meine Pizza runterschlucken. Ich zeige der Reihe nach auf euch und dann müsst ihr euch bitte vorstellen. Ich bin der Hui, wie immer. Du bist? Jochen Störzer. Sag irgendwas zu dir, dann wirkst du richtiger. Denk dich mal, falls irgendwas aus. Sag einfach, du bist Gregor Katzis von King Bond. Der Gregor müsste hier sein. Ja, ich glaube, der Gregor würde das gerne jetzt mit uns aufnehmen. Ja, als ich war Stunt-Double von Spike in allen Szenen, wo er mit Buffy zusammen war. Ja, wir waren auch mit dem Buffy-Roboter gewesen. Vor allem mit dem Buffy-Roboter. Ja. Heute hat das Glied von der Schraube. Du bist. Was? Du bist jetzt so, die vorzustellen. Ich bin der Dave. David Philippi. Du musst dir selbst so eine Aura erschaffen, die berechtigt, dass du hier sein darfst. Genau. Ja, ich bin halt hier. Und
Zufällig, das ja. Thema statt mit in der Küche. Das ist meine Aura, ich bin der Typ aus der Küche, der zu allem eine Meinung hat. Mir fällt gerade nur noch ein, was das für eine interessante Wendung ist, dass wir jetzt hier gerade sitzen und Pizza essen, wo doch erst neulich beim Game One Plauschangriff, der sich ja ganz eindeutig bei uns bedient hat, Pizza. Da wurde auch Pizza gegessen. Und so schließt sich der Kreis der deutschen Podcasts. Und hier treffen sie auf Nane. Würde ich jetzt ganz gerne zu Michel Weile geben. Bitte, Michel. Michel, mach dir mal die Tür. Michael Wild, ich habe mal ein paar Folgen von Buffy auf ProSieben gesehen. Die Beste von ProSieben. Weil aber damals gab es ja noch kein YouPorn. Und in Buffy lief auch nie. In Buffy kamen Frauen hin vor. Ja, und die waren ja auch nicht so ganz unhübsch. Und so als junger Kerl, so im piktigen Alter, da stoßt man Tim sowas ja auch nicht. Ich glaube, die Aura, von der Hookie gesprochen hat, jetzt auf mich, ist einfach nur der Masturbator. Michael ist der Einzige, der eine Aura sich erschaffen konnte in seinem eigenen Vorstellungstext. Das stimmt. Wenn es auch kein guter war. Ja, das stimmt. Herr Michael ist die Autorität, was Buffy anbelangt. Ja. Ich glaube, von allen von uns hier... Die Stimme der Vernunft. Am wenigsten gesehen. Er hat auch die meisten weiblichen, aber auch männlichen Charaktere schon ejakuliert. Und das bei nur 6 geguckten Folgen. Ja, das sollen wir mal ein- und nachmachen. Ja, das ist hier kein Wettbewerb, Michel. Lass den Schwanz. Michel ist offiziell ein Guinness-Buch der Rekorde Welt, Rekordhalter. Mir kann ja vielleicht noch sein, dass wir gerade noch einen Audiokommentar aufgenommen haben. Und dass das da schon sehr grenzwertig war, was wir mit dem Michel erlebt haben. Wollen wir dazu noch was sagen oder wollen wir direkt in das neue Thema gehen? Michel hat Gendercross praktisch alles angebaggert, was mit dem Raum war. Ja. Das ist so viel rein. Ja. Ja, das ist die erste Saison schon vorbei gesehen hat. Das stimmt, der war sehr libido an. Wir können ja mal sagen, wir haben Iron Wolf geguckt von David Bruckner. Ja. War ein guter Film und wir sind die Ersten, die den gesehen haben und was wir gerade aufgenommen haben, kommt dann auch angeblich auf die DVD. B-T. Wow, wie macht ihr das? Wir sind Genies. Wir haben uns abgesprochen. Wir sind Legion. Und was wir gerade vom Stefan Scholz erfahren haben, ist 7 Degrees auf Stefan Scholz. Ja. Hier passt alles gut. Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich demnächst bei IMDb mit gelistet. Wir können ja mal versuchen, dieses 7 Degrees of Kevin Bacon Ding mit uns zu machen. Genau. Gibt uns irgendein Beispiel, irgendwas. Irgendwas. Und dann können wir euch in den Kommentaren erklären, über wie viel, also über das höchstens 7 Ecken auf Kevin Bacon zurückzuführen ist. Das ist 7 Degrees of Kevin Bacon. Bei Michel geht es ganz schnell. Wir waren mit Michel in einem Podcast. Michel hat sich auf einen Film mit Kevin Bacon umgeguckt. Zwei Ecken. Eigentlich geht es auch schneller. Michel hat sich auf Kevin Bacon angeguckt. Ja, eben, das ist es ja. Also ich finde, der Kevin Bacon spielt ja super einen guten Bösewicht. Das ist aber kein Grund zu ejakulieren. Jochen, war das jetzt gerade ein Outing? Ja, er mag Schinken. Gut, vielleicht was zu Buffy sagen? Bevor es richtig mit dem Buffy-Podcast losgeht, wir machen ja immer das aktuelle Gedöns. Ach ja. Ich frage mal, habt ihr irgendwas wirklich Aktuelles, was ihr der Menschheit preisgeben möchtet, wo immer was drüber erzählen wollt, oder können wir gleich mit dem richtigen Thema anfangen? Ja, das sind die Buffy ja eigentlich heute. Also die ist viel zu alt. Ist viel zu alt. Ja, verdammt. Viel zu alt. Ist eine Milf jetzt. Wie alt wäre die denn nach Serienstandard? Die war, glaube ich, immer in etwa so alt wie die in der die Serie. War doch nicht 16 als die war nicht viel, Buffy. Die war nicht viel älter als die. Auf jeden Fall so war nicht wie 20. Die war nicht viel älter. Die war nicht viel älter. Ich glaube, die war schon ein bisschen älter als manche andere, aber die war nicht so alt. So, ich habe das mal kurz nachgeschaut. Sarah Michelle Gellar war zu Beginn der Serie 20 Jahre alt. Sie ist also im Schnitt immer 4 Jahre älter im realen Leben als Buffy in der Serie gewesen. Guck dir auch mal die ersten Staffeln an. Da hat die auch noch einen ganz anderen Körperbau. Die war vor allem auch so ein bisschen noch
Für die Prüfiger. Die hatte schöne Brüste. Gerade in der ersten Staffel, vielleicht noch in der zweiten Staffel, da hatte ich eine richtig schöne Körperform. Also später, Papa. So ab der sechsten, siebten Staffel, da ist die so richtig abgemagert. Ja, da ist die ja zwischen... Ah, warte mal, Spoiler. Spoilerwarnung. Wir spoilern ab jetzt. Das piep ich noch raus. Ja. Nee, wir spoilern ab jetzt noch nicht. Okay, bevor wir uns über sowas unterhalten, wie alt Sarah Michelle Gellar wirklich war, als sie mit Buffy angefangen hat, weil ich glaube, sie war schon so Richtung 20 auf jeden Fall, als sie eine 16-Jährige gespielt hat. Das ist ein Unterschied. Sowohl gesetzlich als auch körperlich. Nein, körperlich. Das ist für mich legal. Michelle ist sowieso alles egal. Männlich, weiblich, 12, 18, 80, Schildkröte, Dachs, überfahren, lebend. Bevor wir ins Spoiler-Territorium gehen, möchte ich gerne, dass wir mal über Buffy reden, wie wir... Nee, warte, wir wollen doch erst über aktuelle Sachen, die wir gerade... Nee, wir haben ja gerade beschlossen, dass wir nicht über aktuelle Sachen reden, weil keiner was hat, über was reden. Doch, ich hab eigentlich, ich dachte, ja, okay, ich wollte eigentlich sonst nur gucken, was ich jetzt so mal da mit reingucken. Was hast du denn aktuelles, lieber Dame? Nee, also, nee, ich weiß nicht, fangen wir mit dem Jochen an, ne? Jochen hat gerade gesagt, er hat nichts aktuelles. Echt, der tut doch nur so. Der Jochen guckt doch immer irgendwas an. Guck doch einfach mal durch deine Liste und sag einfach das, was am weitesten oben steht. Aktuell. Eine Serie oder Comic oder was. Ja, aktuell guckt man Stargate, aber das steht nicht wirklich weit oben. Ja. Also Farscape haben wir davor geguckt, die steht wesentlich weiter oben. Und Farscape, hot or not? Ja, absolut hot. Gut. Vor allem die, wie heißt sie? Alle weiblichen Charaktere in Farscape. Also ich fände es auch auf dem Planeten, die den Kram rum. Selbst diese Puppen von Chimane. Genau. Selbst die alte Kräuterhexe. Ja, aber außer die Fette, weil fette Leute, die sollte man alle abschlachten. Okay, ja. So uns. Was ist mit der dicken Blauen und dem Traum an seiner Umwelt gegründet? Ja, das ist ja eine Traumwelt. Michael hat ein klares Statement. Zu fetten Leuten. Ja, ich finde das in Ordnung. Das ist ja auch eine freie Runde. Ja, also ich habe ja jetzt gerade immer noch mein Nachholbedarf. Ich habe ja meine Masterarbeit dieses Jahr endlich mal abgeschlossen. Habe bis zum Ende meiner Masterarbeit bzw. meines 8-jährigen Studiums gesagt, nur Studium und Arbeit. Und nebenbei möglichst, gerade gegen Ende, dann keine Unterhaltungsmedien mehr. Sprich, keine Videospiele, höchstens ganz selten mal, kaum irgendwelche Serien. Jetzt habe ich ganz viel nachgeholt und habe jetzt gerade in den letzten Monaten unheimlich viele Serien nachgeholt. Da kann ich einfach mal sagen, was halbwegs gut war und was richtig gut war und was mir nicht gefallen hat, lasse ich einfach mal weg. Aktuell gucke ich halt gerade das britische Skins, kann ich sehr empfehlen, weil es da sehr viele ziemlich gute Folgen gibt. Ja, von so 2007, glaube ich, wird, glaube ich, immer noch aktuell produziert. Gibt auch eine amerikanische Version, die, glaube ich, sogar in Canon ist, was aber keine Rolle spielt. Kannst du gratis auf mein Video angucken. Und das Interessante bei Skins ist, ganz kurz nochmal was zu dem Thema gesagt, weil es, glaube ich, auch in Richtung Buffy interessant sein könnte. Das ist halt eine Serie, wo die Charaktere im Mittelpunkt stehen. Es ist keine storygetriebene Serie, aber du hast sehr starke Autorenteams, die sehr gut die jungen Leute da darstellen können und die Interaktion zwischen den jungen Leuten. Und ihr werdet merken, das wird sich dann gleich im Kreis schließen, wenn wir auf Buffy zurückkommen. Voll. Und bei Skins ist es halt so, jede Folge ist aus der Sicht von einem anderen jungen Mensch. Es ist halt immer so eine Gruppe von 7, 8 Leuten in jeder Staffel. Und in jeder der etwa 9 Folgen pro Staffel wird halt eine andere Figur ins Zentrum gerückt, manchmal auch 2. Und das Interessante ist, du hast halt immer diese Gesamtgruppe von Freunden und da hast halt immer viele, die sind so Lurker, die hängen halt mit den anderen coolen Kids rum und irgendwann kommt halt aber mal ihre Folge und erst dann wird die jeweilige Figur interessant. Und je interessanter die Figur von ihrem Grundgerüst her, desto besser auch die Folge. Da gibt es halt zum Beispiel ein paar Charaktere, die sind geistig gestört oder irgendwelche krassen Quackheads oder super schlau. Und das sind halt entsprechend halt auch die Folgen in die Richtung aufgebaut. Kann ich sehr empfehlen, wie gesagt, gerade ist auf mein Video, kann man gerne mal reingucken. Also wer die aktuellen hochwertigen BBC-Produktionen schätzt, wie Sherlock, Misfits und so weiter, Doctor Who, dem wird, schätze ich, auch Skins gefallen. Und
Ansonsten, ich habe neulich mal True Blood ganz viel nachgeholt. Mhm. Weil es ja von den Six Feet Under Machern ist. Es ist nicht so gut wie Six Feet Under, aber für eine Vampir-Serie ist es okay. Es ist auch nicht so gut wie Buffy als Vampir-Serie. Bringt auch diese ganzen Vampir-Themen ihr also nebenbei mal mit rüber. Erfindet auch ein paar Sachen neue. Ist ganz gut. Es hat immer mal so ein paar What the Fuck-Szenen. Ist insgesamt eine Serie, die man schon gucken kann. Ja, ich habe ein paar Videospiele nachgeholt, die Uncharted 3. Kann man spielen, kann sich mal reinziehen. Ein paar Comics gelesen, ein paar Brötchen gegessen. Ein paar Broschüren durchgeblättert. Otto-Katalog, Anzeigen auf, Brötchentüten. Leere Flaschen habe ich mal wieder abgegeben. Ja. Neue Schuhe habe ich. Ich habe die noch nicht imprägniert. Ich muss da noch Imprägnierspray drauf machen, dann kann ich die bald anziehen. Die sind von der Farbe her ganz interessant. Das war jetzt so mein letztes halbes Jahr. Da werde ich einfach mal sagen, fangen wir vielleicht mal an. Oder der Hugi erzählt noch was. Der Hugi, der hat vielleicht auch noch wir was. Wir hatten kurz die BBC-Serien. Ich habe... Ich habe Sherlock letztens gesehen. Ich fand... die ersten zwei Folgen hatte ich so das Gefühl, das müsste mir eigentlich gefallen, hatte aber irgendwie immer noch so das hatte eigentlich alles, was dafür sorgen müsste, dass mir die Serie super gut gefällt, aber ich war mir noch nicht so sicher. Dann kam die dritte Folge, die ich nochmal besser fand als die ersten beiden Folgen von Sherlock, die dann einen Twist hatte, Cliffhanger. Ja, und dann kam die erste Folge der zweiten Staffel. Ja, stimmt. Dann kam die. Der Twist war übrigens eigentlich ziemlich gut sogar. Ja. Dann kam die erste Folge der zweiten Staffel, die ich bis jetzt mit am besten fand von Sherlock. Die wirklich sehr, sehr gut war. Und ab da hatte mich die Serie auch irgendwie so ein bisschen. Allein deswegen schon, weil jetzt ab sofort bin das ich der Cumberbatch. Die Irene Adler-Folge, die erste der zweiten Staffel, ja. Die war aber wirklich insgesamt sehr gut. Die hatte einfach wirklich sehr, sehr viel, sehr guten Kram. Und ab der Folge würde ich auch sagen, ja, guckt euch auf jeden Fall Sherlock an. Ja, also da würde ich aber sagen, ab der ersten Folge der ersten Staffel ist das schon sehr, sehr gut. Ich sag ja, man sollte dann auf jeden Fall von Anfang an. Ja, also das lohnt sich auch von Anfang an. Ja. Also Sherlock ist, ich habe es ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, das ist für mich aktuell die vom Durchschnitt her am höchsten produzierte Serie, was qualitative Standards anbelangt und was da an Aufwand für Drehbücher und Production Values reinfließt, das ist glaube ich gerade unschlagbar, auch was amerikanische Serien anbelangt sowieso. Also nehmen wir jetzt mal das Elementary, wie das heißt, das gerade amerikanische Sherlock, ist das jetzt sozusagen ein Remake der britischen Serie, ich glaube nicht. Eine neue Imagination dieser Kacke, das gucke ich mir nicht an aus Prinzip. Ich glaube, da weiß ich schon genau, was passiert, weil es einfach amerikanisch ist. Aber die britische Serie, und das ist halt der BBC-Punkt, wo man einfach sagen kann, guck lieber BBC-Serien an als amerikanische aktuell. Die können ja alles machen. Das ist ja in England einfach mal überhaupt kein Tabuthema. Und ja, die machen halt auch einfach mal alles. Dritten Weltkrieg zum Beispiel. Dritten Weltkrieg, ja. Ja, ich sag auf jeden Fall, ja, Sherlock lohnt sich auf jeden Fall. Kommt ja dann ab Januar wohl auch die dritte Staffel. Ja. Kann man auch immer ganz gut gucken, so eine Folge am Tag ist ja, eine 90 Minuten, ist ja ein Film. Eine Folge ist ja eigentlich ein Film. Lohnt sich sehr gut. Das Doctor Who Special, das 50-Jahr-Jahres-Special, was wir ja schon in einer anderen Folge von Nerdshop mal angesprochen hatten, haben wir jetzt mittlerweile hier im Raum auch alle gesehen. Ich glaube, die Meinung insgesamt war, das war so ein Wohlfühl-Ding, das war so für die Fans sehr gut. Das hätte auch nochmal irgendwie epischer und fieser und geiler sein können, aber es war insgesamt zufriedenstellend. Ja. Also es war wirklich... für die Fans, es hat niemand Neues davon überzeugt, dass er jetzt die Serie unbedingt angucken soll. Ja. Und es hätte sehr, sehr viel mehr sein können, aber das, was es war, das war okay. Also ich sage mal, wir warten mal auf das 100-jährige Jubiläum und hoffen mal, dass da ein bisschen mehr
Ja. Der Katz durchs Dach. Wir haben ja jetzt nach 50 Jahren Zeit, Geld auch zu sammeln. Genau, genau. Ein bisschen die Production Values. Die Special Effects werden ja auch günstiger werden jetzt in den nächsten 50 Jahren, voraussichtlich, schätze ich mal. Die könnten mittlerweile auch wirklich auch besser sein bei Doctor Who, finde ich. Also sind insgesamt echt viel besser. Ich finde es ich find's eine gute Mischung. Die CGI-Dinger, die sind okay, die sind ausreichend. Für Fernsehen sind die eigentlich... Also, ja, die haben halt nicht so viel Geld wie amerikanischen Schiffe. Ja, ja, das... Aber ja, ich, also wenn man so guckt, die Bilder an der Wand, wie die reingesucht worden ist, das war schon okay. Wo der Dalek explodiert ist, das war auch sehr gut. Aber dann halt so Szenen, wo irgendwo in dem Hinterhof im Wald gefilmt worden ist, das war... Da war ja kein CGI Wobei ich da manchmal denke... Hätte aber sein sollen. Ich finde, das ist da, bei Doctor Who ist es zurzeit so, da ist nichts, was einen rausreißt. Das ist alles so passend zusammen. Ja, also jetzt aktuell, Handgemachten Effekte passen da noch gut rein und die CGI-Effekte passen da noch gut rein. Da ist nichts so, was einen raussteckt, wo man denkt, das sieht jetzt sehr billig aus. Bis jetzt, aktuell passt da alles ganz gut zusammen. Das ist halt so ein Schrei. Ich finde, es ist aber auch begünstigt durch die allgemeine Tonalität der Serie. Das ist halt immer ein bisschen Augenzwinkern nach und das sagst du halt auch mal, da passt es auch ganz gut, dass die Effekte nicht ganz so rund und geil sind. Es fällt dann halt eher auf, wenn so eine Serie wie Torchwood, die halt insgesamt ein bisschen düsterer ist, wenn die dann noch irgendwelche so Gummikostüm-Aliens haben, die dann bedrohlich wirken sollen, aber halt absolut nicht bedrohlich sind. Wobei ich aber zu dem Thema, die haben nicht so viel Geld, nochmal sagen wollte, es gibt ja mittlerweile auch diverse Fälle, wo BBC mit anderen Ländern, anderen Sendern kooperiert, zum Beispiel Prime Evil, was ja eine Co-Produktion zwischen BBC und ProSieben Sendergruppe war, und da hatten die unheimlich viel Kohle für Prime Evil einfach mal zur Verfügung. Und das hast du meiner Meinung nach auch gesehen. Es gibt da natürlich kontrahierende Meinung. Manche haben gesagt, ach, die Raptoren, die sehen nicht so geil aus wie in Jurassic Park. Da denke ich mal, für eine Serie waren die richtig geil gemacht, die Dinos. Oder halt generell dann die Viecher, die so drin hatten. Ich weiß nicht, ob ihr Prime Evil geguckt habt. Ich fand es halt, ein paar Staffeln habe ich es geguckt und fand es halt auch ganz geil. So bis zur zweiten Staffel, sag ich mal. Da war es auch noch sehr selbstironisch. Dann hat es irgendwann mal so ein bisschen diesen Drive verloren und hat seine ganzen Hauptcharaktere gekillt. Kleiner Spoiler. Aber wenn du einfach bei Doctor Who auch sowas machen würdest, wenn du sagst, hier komm, ProSieben oder generell Deutschland gibt uns Geld, das Deutschland hat eigentlich gerne genug Geld. Und Deutschland investiert immer viel zu viel Kohle in beschissene Produktionen, in irgendwelche beschissenen RTL-Filme oder so. Ich weiß nicht, wie da zum Beispiel der Staat rein investiert in solche Produktionen wie Alarm für Cobra 11. Aber das sind relativ teure Produktionen. Und wenn Dr. Who dieses Budget noch dazu hätte, und wir einfach mal ein paar von diesen deutschen Produktionen einfach mal vergessen würden. Vom Herzen, dann könnten wir uns so Dr. Who rankaufen. Dann könnten wir so ein bisschen ist Dr. Who ja auch deutsch. Ja, dann wären vielleicht doch mal ein paar coole deutsche Figuren bei Dr. Who. Vielleicht mal ein Nazi-Dr. Who. Nochmal Hitler wird nochmal einen Auftritt bekommen. Diesmal ist er auch unten. Let's kill Hitler 2. Wird die TARDIS in einen DeLorean umgebaut und dann macht der immer Stunts auf der Autobahn? Nee, in den Mercedes. In Mercedes oder in BMW. In jeder Staffel ein anderer oder bei jedem Doktor ein anderes deutsches Auto. Und es ist so eine deutsche Companion wäre dann dabei. Fritz oder so. Fritz und Fritz aus den. Nee, dieser Erkan Dingens von Alarm für Cobra. Weil er hat ja dann keinen Job mehr. Die Kohle fließt ja dann in Dr. Who. Die Schatzinsel habe ich gesehen. Ja, schön. Ja, die Anime-Serie. Die Anime-Serie ist halt. Bisschen alt mittlerweile, kann man sich aber immer noch gut angucken. Jo. Auch ein bisschen, bis sie so richtig in Fahrt kommt, aber dann macht sie auf jeden Fall Laune. Wie hat dir denn die letzte Folge gesehen? Die war ja bei mir Platz 2 meiner Liste der 10 besten Serienfinale-Episoden. Ja, ich hätte sie vielleicht früher sehen müssen, glaube ich. Ja, das ist sowieso, geschockt. Ich kann das verstehen, warum die so hoch auch in deiner Liste war. Die hatte viel, aber ich habe damit gerechnet, dass das passiert. Ich hatte jetzt nicht mich gespoilert oder so, indem ich was da gelesen hatte, was du dazu geschrieben hast. Ich habe damit gerechnet, dass da
so relativ das passiert, was da passiert. Mhm. Ja, ihr könnt euch in der Kammer gehen, aber wir nehmen ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht. Gibt es halt ganz preiswert auf Amazon. Genau, so. Kann man sich wohl mal geben. Kann man sich echt mal holen. Michel, aktuelles. Ich habe es gar nicht zugehört. Was war die Frage nochmal? Was hast du aktuelles medientechnisch verfolgt, was du der Menschheit da draußen mitteilen möchtest? Ich schaue mir gerade wieder alle Folgen von DuckTales an. DuckTales, Und Adventure Time. Stimmt, erzähl mal was über Adventure Time. Adventure Time. Adventure Time ist gut. DuckTales ist auch gut. DuckTales ist auch gut. Würde ich alles jedem empfehlen. Was soll das denn heißen? Wenn ich rede, warum redest du mir dann in meinen Kommentaren? Weil du doof. Keine Ahnung, was DuckTales ist der letzte Scheiß. DuckTales hat ein wenig kohärentere Erzählstruktur als... Weniger kohärent als eine weniger kohärente. Als? Adventure Time. Als Adventure Time. Mhm, okay. Ja, kann ich nicht beurteilen. Also DuckTales ist ein bisschen kohärenterer als wie... Adventure Time. Kannst du das auch in deutschen Worten ausdrücken? Entengeschichten? Ist kohärenter als Abenteuerzeug. Genau. Abenteuer. Ganz nochmal kurz Fun Fact. DuckTales ist, glaube ich, ein Anime. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ein Lineal flog soeben herunter. Ja, auf den Boden. Eine japanische Produktion. Ich finde, das merkt man auch, wenn man es weiß. Weil die alle so schlimm aussehen. Enten. Ja. Du siehst auch an die Eins wird zum anderen, genau. Nur mal reingeworfen. Okay, wir fangen mal an mit Bach. Michel haben wir einfach nicht ernst genommen. Naja, macht er nichts. Huki, führ doch mal das Thema jetzt gekonnt über. Wir nehmen Michel nicht ernst, so wie einige Charaktere bei Buffy den armen, armen Sender oft nicht ernst genommen haben, obwohl er in unser aller Herzen einer der besten Charaktere ist in dieser Serie. Ja. Buffy, meine sehr verehrten. Ja, die schönsten Augen in der kompletten Menschheitsgeschichte. Ja, jetzt ich oder Xander? Du bist der, der alles sieht. Was? Jetzt hat er das eine schönste Auge. Okay, ich, ja. Wir spoilern jetzt nicht. Wir spoilern nicht. Ja, also wir machen das so. Wir reden jetzt ein bisschen über Buffy, ohne großartig zu spoilern. Wir erzählen erstmal, was uns so sehr an dieser Serie gefallen hat, warum uns die Serie so gut gefallen hat. Und driften dann irgendwann über in ein Spoiler-Territorium, was wir dann nochmal ankündigen. Und alle Leute, eigentlich kann man es jetzt schon sagen, alle Leute, die Buffy noch nicht gesehen haben, die sollen sich jetzt verdammt nochmal bitte angucken. Perfekte Scheiße. Scheiße nochmal. Ja. Ihr behinderten Scheiße. Wandern. Also besten jetzt sofort alles stehen und liegen lassen. Und sofort Buffy gucken. Ja. Also ich mochte ja Buffy immer deswegen... Ja. Weil sie die Vampire als Vampirierin trotzdem fummeln lassen ließ. Okay. Das hat die Hoffnung gemacht. Weil mich, der wie ein Untoter riecht, hofft jetzt, dass er da mal ran darf. Das ist eine der dümmsten Begründungen, warum man Mami-Huschel nicht je gehört hat. Das ist wie wenn du dir Van Gogh Sonnenblumen einküssen sahst. Ja. Da kann man gut zu Fernsehen gucken. Genau, die eine Folge dachte, wo der im Fernsehen war, da war es. Ja, gar nicht so schlecht. Das ist gut, der Dr. Who-Folge mit Van Gogh nachempfunden. Genau. Das sind die Zeichnungen ganz genau. Das finde ich auf einer metaphysischen Ebene sehr interessant, weil sie eigentlich Vampirjägerin ist, aber trotzdem mit Vampiren rummacht. Das ist immer noch sehr dumm. Ich glaube, wir gehen mal über zum Job. Wir befinden uns auch jetzt schon im Spoiler-Bereich. Ich möchte gerne mal sagen, also wir alle können uns eigentlich darauf einigen, außer Michael vielleicht, weil er noch nicht so viel gesehen hat wie wir, weil wir haben ja alles gesehen. Ja. Und dann ist da noch Willow, die eine ziemlich geile rothaarige
Du blödes Schwein. Aber wir drei können uns schon auf jeden Fall am Anfang schon mal darauf einigen, dass Buffy somit eine der besten Serien aller Zeiten. Ich hau jetzt mal auf die Kacke und sag, Buffy ist für mich die beste Serie aller Zeiten. Ich würde das mal ganz kurz erörtern an der Stelle. Wir können es ja dann noch ausklamüsern, warum genau. Ja, lass Punkt. Mal bitte. Aber der Punkt ist einfach, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon unsere medienbiografische Geschichte damit einbringen, wie wir mit Buffy groß geworden sind, beziehungsweise wann wir das rezipiert haben. Ich glaube, das fällt bei mir da direkt mit rein. Oder wollen wir dann da nochmal extra drauf eingehen? Dann würde ich das jetzt in einen Satz kurz fassen. Fass es erstmal kurz. Dann würde ich sagen, Buffy ist objektiv betrachtet nicht die perfekteste Serie oder beste Serie. Die hat sehr viele Schwächen. Das macht ihr aber. Ja, aber alle Serien sehr viele. Genau. Es gibt aber Serien, die sind objektiv betrachtet besser. Und ich bringe dann immer gerne sowas wie Six Feet Under an. Oder zum Beispiel sowas wie die Sopranos, die halt auch sehr, sehr gut sind in so ziemlich allen Belangen. Aber Buffy hat halt bei mir einfach auch so eine emotionale Ader angegraben, was bei mir unheimlich gut gewirkt hat, gerade zu der Zeit, als ich Buffy das erste Mal geguckt habe. Ich gucke jetzt teilweise auch mit einer leichten nostalgischen Verklärung auf die Serie, aber das mal ausgeklammert, muss man halt immer noch sagen, Buffy ist vielleicht die Serie mit den stärksten Einzelepisoden und wo sehr viele Elemente, wie zum Beispiel die Charakterzeichnung, die Charakterentwicklung und so weiter, besser ist als in irgendeiner anderen Serie, die mir jetzt einfällt. Und ich glaube, das wird sich auch noch einige Jahre halten, bis mal wieder eine Serie kommt, wo ich dann vielleicht wirklich mal ins Straucheln kann und sage, ja, okay, Buffy muss den ersten Platz vielleicht abgeben. Ich stimme dir soweit zu. Ich kann ja dazu sogar noch sagen, dass ich keine nostalgische Verklärung damit drin habe oder nicht haben kann, weil ich wirklich jetzt erst, ja, Buffy habe ich ungefähr vor einem halben Jahr ungefähr abgeschlossen zu gucken und Angel jetzt erst vor ungefähr 2 Wochen habe ich die letzte Folge gesehen. Ja, ein bisschen näher hängt das noch zusammen. Deswegen unterstreiche ich alles, was du so gesagt hast und würde sogar sagen, wahrscheinlich würdest du es jetzt auch immer noch genauso gut finden, wenn du es jetzt in deinem Alter wahrscheinlich, ja, vielleicht, ja gut, okay, wir sind ja noch ein bisschen offen. Ja, wir kommen dann noch mal ganz kurz drauf zu sprechen, schätze ich mal, aber du kannst gleich weiter sagen, aber die ersten 1-2 Staffeln, vielleicht noch die dritte, die sind halt da so ein bisschen, ja, der Knackpunkt. Das ist ja jetzt echt genau für die Leute, die jetzt noch zuhören, die Buffy noch nicht gesehen haben. Die ersten 3 Staffeln. Ja, ja. Guckt euch die an, aber blickt ein bisschen darüber, dass es halt noch sehr, es ist noch günstig produziert, die hatten nicht so wirklich viel Geld und es ist halt noch aus den 90ern und deswegen sind halt die Effekte sind nicht wirklich besonders gut, es ist alles so ein bisschen cheesy, aber trotzdem haben auch diese ersten 3 Staffeln so wirklich, ja, sehr, sehr gute Folgen, die sich. Und ein Punkt, wenn ihr das auf Deutsch anguckt, die Serie insgesamt, aber vor allem die ersten paar Staffeln wurden relativ schlecht lokalisiert. Und wenn ihr es schon guckt, dann guckt sie beim Original, weil ich finde, im Original hat die Serie von Anfang an schon einen viel besseren Drive, gerade was die Sprache anbelangt. Aber das ist auch ein Punkt, den kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Jochen, sag auch nochmal was. Also, ich denke ganz genau das Gleiche. Die Story an sich ist vielleicht nicht unbedingt die allerbeste. Vor allem, weil die Story, ja, eigentlich erst ein bisschen später anfängt. Beziehungsweise es eigentlich keine wirklich hundertprozentig durchgehende Story gibt. Doch, schon. Man kann die sich so zurechtbiegen. Du kannst sagen, interpretiert. Der Grundtenor ist halt erwachsen werden. Ja. Erwachsen werden ist im Prinzip so. Eine Grundstimmung von der Story, das gibt's, aber es gibt nicht die eine Grundstory, ja, wo es sich halt wirklich über alle 7 Staffeln durchzieht, sondern. Ja, es hat jede Staffel so ihre eigene Story und es gibt auch sehr viele Einzelfolgen. Im Prinzip ist es halt immer, es gibt ja den einen großen Bösen pro Staffel, ja. Der am Ende der Staffel abgearbeitet wird, aber
es ist ja nicht, also das ist eine der großen Sachen, die ich an Buffy so gut finde, dass die vergessen halt nichts. Die nehmen alles, was sie lernen, nehmen die mit und alles, was die Serie weiß, was passiert ist, nehmen die auch mit. Und alle Figuren, die vielleicht mal dann weg sind aus der Serie, die Figuren, die aber in der Serie noch sind, die erinnern sich auch daran, was passiert ist. Das ist das Schöne, also fast das noch so, du hast ja noch einen halben Satz, glaube ich. Das ist eins, was Buffy so gut macht und was vor allen Dingen über viele andere Serien stellt, weil manche Serien, die vergessen sehr schnell, was irgendwann mal passiert ist. Also das ist halt auch so ein Punkt, dass ich sowieso präferiere, nämlich ein Serial. Es gibt ja diese Serien wie CSI, die halt in diesem Vergessen sehr gut sind. Hm. Oder es gibt extremere Beispiele, zum Beispiel die meisten Sitcoms, gerade die älteren. Es gibt neuere Sitcoms, wie zum Beispiel How I Met Your Mother, die auch einen extrem Serial-Charakter jetzt mittlerweile entwickelt haben, was auch aktuell ganz gut funktioniert. Aber normal ist es halt ursprünglich so gewesen, eine Serie kehrt immer am Ende ihrer aktuellen Episode zum Status Quo zurück und die nächste Folge setzt dort wieder an und es ist so, als wäre nichts passiert. Und bei Buffy sind die meisten Folgen auch in sich geschlossene Geschichten. Es gibt einen roten großen Faden, der sich durchzieht durch die komplette Serie und auch durch das Spin-off Angel noch mit. Aber das ist so dezent gelegt, dass es nicht schlimm ist, wenn du mal eine Folge verpasst, als Otto Normalzuschauer. Und der Punkt, was ich bei Buffy interessant finde, Serials sind per se immer weniger erfolgreich. Das ist halt so. Es ist halt wie bei Lost. Am Anfang gucken viele zu und haben Bock auf die Story, wollen wissen, wie es weitergeht. Dann verpasst mal jemand eine Folge und schon sagt er, na, dann gucke ich jetzt auch nicht mehr weiter. Hol ich es mir später mal auf DVD. Dann gehen die Einschaltquoten runter und runter und runter. Aber Buffy hat einen schönen Mittelweg gefunden, ne? Und war deswegen zum Beispiel auch in Deutschland sehr erfolgreich. Und das hat ein Serial in der Form in Deutschland, glaube ich, noch nicht geschafft. So wie es Buffy geschafft hat, das ist fast schon ein Einzelfall. Weil sonst ist in Deutschland sowas sehr erfolgreich wie die typischen Arztserien, die typischen Gerichtsserien, die typischen Polizei- und Kriminalserien, wo halt der Deutsche, der halt von der Arbeit geschafft ist, sich vom Fernseher fläzt, lässt sich mal berieseln. Und Buffy hat aber den Spagat geschafft. Das finde ich sehr cool, weil ich finde mich als Serial-Freund halt genauso unterhalten wie halt diese ganzen Leute, die einfach nur mal casual hier mal reinschalten, Hauptsache cooles Monster, das wird am Ende der Folge gekillt und alles in Ordnung. Aber du hast ja diesen roten Faden, du darfst eigentlich auch keine Folge verpassen, wenn du das große Ganze sehen willst. Man kann das oberflächlich gucken, aber man wird umso mehr belohnt, wenn man wirklich aufpasst und wenn man aufpasst. Ja. Es hat generell sehr viele Ebenen. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden wollen oder ob wir erstmal ein bisschen den Inhalt abstecken wollen und was es da überhaupt geht, weil ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht mit einem Satz erwähnt, dass es halt um die auserwählte Buffy geht, die Vampirjägerin, die einer langen Reihe von Vampirjägerinnen folgt und jetzt aktuell einfach mal die auserwählte ist. Es gibt halt in jeder Generation eine Jägerin und immer wenn die stirbt, dann kommt halt eine neue Jägerin und die muss dann halt gegen das Böse kämpfen. Das basiert halt auf einem Drehbuch von Joss Whedon, der daraus mal einen Kinofilm gemacht hat, 1992, glaube ich, mit Christy Swanson oder so ähnlich. Der Film war ganz okay, den habe ich auch als Kind gesehen, bevor es die Serie Buffy gab und fand ihn damals ganz cool. Mittlerweile finde ich den nicht mehr so cool, habe auch gelernt, dass der Kinofilm natürlich umgeschrieben wurde von anderen Nebenautoren, weil Hollywood gesagt hat, nee, das funktioniert so nicht, wie du das geschrieben hast, Joss Whedon. Ich kenne aber mittlerweile auch das Originaldrehbuch und muss sagen, das ist auch nicht so gut. Aber Joss Whedon hat es halt geschafft, da eine stimmige Serie draus zu machen, beziehungsweise ein Serienkonzept aus dieser Grundidee. Und das klingt natürlich nach dem käsigsten Thema der Welt. Ein Highschool-Mädel dreht den Spieß um und ist nicht die, die von den ganzen Horrormonstern gekillt wird, aber sondern die killt die Horrormonster. Verdammt nochmal erfunden. Die haben es erfunden, das ist ein Punkt. Die haben viel erfunden bei Buffy. Die haben das ganze Genre eigentlich erschaffen. All der Nachklapp mit Supernatural aktuell und sowas wie Twilight. Und es ist immer noch besser. Ist immer noch besser, genau. Und das ist ein Punkt, das hat es halt auch vielen anderen Serien voraus, die mal ein Genre erfunden haben. Weil es gab dann immer Serien, die es qualitativ nochmal höher geschafft haben. Zum Beispiel Akte X folgte halt Twin Peaks, hat es besser gemacht.
Und ich finde, Fringe hat es dann wiederum ein bisschen besser gemacht als Akte X. Ist natürlich jetzt Geschmackssache, aber Buffy hat es halt wirklich geschafft, das Genre nicht nur zu erfinden, sondern bis heute halt auch den ersten Platz für sich zu behalten. Und der Punkt ist aber auch, und das ist halt auch wieder so ein Thema, manche können sich berieseln lassen, Fans werden aber belohnt. Buffy funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist oberflächlich betrachtet halt einfach nur die Geschichte von einer Highschool-Schülerin, die gegen Dämonen kämpft und vor allem halt Vampire erstmal, später aber gegen jeden anderen Scheiß. Aber es hat ganz viele Meta-Ebenen und zum Beispiel ist es halt auch eine Metapher fürs Erwachsenwerden. Und das ist ziemlich schlau gemacht. Und gerade wenn du Buffy zum zweiten und zum dritten Mal guckst, erkennst du da Sachen drin, die richtig, richtig schlau und kreativ sind. Ich glaube, das ist halt auch der wesentliche Punkt, warum ich sagen würde, das muss erstmal eine Serie nachmachen. Die Storys an sich sind oberflächlich betrachtet schon fetzig, aber die fordern mich halt auch. Der innere Kern ist halt auch nochmal extra geil. Ganze Metaphern sind vielleicht noch ein Thema, auf die können wir nochmal eingehen, wenn wir die Staffeln dann genauer betrachten. Ja. Also um den Gedanken von vor einer halben Stunde nochmal zu führen. Was die Serie nicht zusammenhält, ist eben eine wirklich hundertprozentig durchgehende Story, aber es ist auf jeden Fall sind es die Charaktere. Die entwickeln sich wirklich in jeder Folge ein Stückchen weiter und man merkt wirklich, die werden von allem, was in der Folge passiert, beeinflusst und nehmen das mit in die nächste. Und das ist das, was mich halt auch ziemlich stark beeindruckt an der Serie. Dass es halt wirklich nicht so dieser Reset-Button ist, sondern dass da eben wirklich Charakterentwicklung stattfindet und das eben wirklich über 7 Staffeln Buffy und nochmal 5 Staffeln Angel. Und vor allem alle Charaktere. Alle. Das ist auch was ganz Besonderes bei Buffy, dass das hat keine Ausschusscharaktere so. Das hat seinen Hauptcast sozusagen, der ist natürlich immer pusht, die von Anfang an so dabei sind. Und was bei Buffy auch geil sind, da sind irgendwann mal Nebencharaktere, die da so auftauchen, die irgendwie Schüler in dieser Schule sind und die im Laufe der Serie aber alle mal dann irgendwie Hauptcharaktere werden können oder Antagonisten werden können. Beispiel, ja. Genau. Das, oder der schwule Typ halt einfach. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der hat halt auch irgendwann mal ein Profil bekommen. Mit einem der besten Sätze in der ganzen Serie. Er sagt, der schwule Typ, der ganz später eben, also ab der zweiten Staffel weiß man es, glaube ich, dass der schwul ist, ja. Dann outet er sich. Und er sagt am Anfang der dritten Staffel, ja, wenn dieses Jahr nicht ja, stimmt, das wieder so merkwürdige, mysteriöse Todesfälle auftreten und das ganze Footballteam stirbt, dann könnten wir dieses Jahr die Footballsaison sogar gewinnen. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Grundsetting. Also wir haben jetzt was Das ist halt in Sunnydale spielt. Sunnydale liegt halt zufällig auf dem Dämonenschlund, auf dem Höllentor, auf dem Höllentor. Es gibt verschiedene Begriffe dafür, genau. Höllenschlund ist halt so das gängigste. Und das ist eigentlich auch ein cooles Setting, was halt auch sich echt bezahlt macht. Du hast halt diese schöne, stereotype kalifornische Kleinstadt. Ich glaube, 30.000 Einwohner hat sie. Aber dort geht halt ständig krasser Shit ab. Und du denkst irgendwann halt mal als Zuschauer, ah Mensch, kriegen das die Leute nicht mit? Aber der Witz ist, die kriegen es mit. Aber die wohnen halt dort. Deswegen, was sollen wir halt machen? Ja. Ständig sterben welche in der Familie. Aber hey, die Mieten sind unbezahlbar. Unbezahlbar, gut bezahlbar. Ja, und das ist halt auch diese Selbstreferenzialität, die hat es auch echt vielen Serien voraus aus dem Genre. Ja. Die Leute kriegen es halt, ja. Man kommt sich halt nicht so. Man kommt sich halt schlau vor, weil man merkt, okay, die Leute müssen das noch mitkriegen und ja, die Leute kriegen es halt mit. Gibt's ja, da kommen wir wahrscheinlich auch im Spoiler-Part nochmal zu, da gibt es ja auch noch sogar dann noch so viele Szenen, die darauf dann direkt mal anspielen. Gerade das Finale der dritten Staffel hat da viel drin. Oder eine gewisse Folge der sechsten Staffel, in der Buffy in einer gewissen Anstalt verweilt. Da kommen wir noch drauf. Also ich glaube, wir können auch den spoilerfreien Teil jetzt abschließen
Und dann, ja, guckt halt Buffy, ihr Leute, Menschen, die bis jetzt hier zugehört haben. Geht jetzt sofort auf Amazon oder ins Internet oder... Jetzt ist eigentlich das Gleiche. Und bestellt euch oder ladet euch illegal Buffy runter und guckt die verdammte Serie. Ich würde auch so weit gehen und sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, Buffy nicht zu gucken. Und es gibt auch keine Serie, die man Buffy jetzt vorziehen sollte. Also auch wenn ihr jetzt sagt, nö, ich muss erstmal Breaking Bad gucken und was weiß ich. Nö, erstmal Buffy gucken, weil wenn schon, denn schon. Ihr wollt ja mit einem geilen Shit erstmal anfangen. Und ja, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass Leute das verpasst haben. Buffy ist jetzt auch nicht unbedingt eine Serie, die ständig wiederholt wird. Und viele wissen es ja vielleicht wirklich nicht, was sie da verpassen. Deswegen sagen wir es euch ja, weil wir wissen es. Wir wissen es schon. Spoiler, aber Buffy wird euch halt auch gefallen. Ich kenne auch niemanden, der die Serie ernsthaft geguckt hat und auch nur ansatzweise an der Qualität gezweifelt hat. Ich habe schon so viele Leute zu Buffy-Fans mittlerweile umprogrammiert. Mich müsste eigentlich Tantiemen bekommen von Joss Whedon. Ja. Aber die Serie arbeitet halt auch für sich. Können wir machen. Macht ganz von alleine halt sich ihre Fans. Also die Leute, die dann Folge für Folge angucken und sagen, boah, ist die geil, und dann trotzdem sagen, nö, ich will nicht. Naja, wie zum Beispiel ein gewisser Roy Seifer, der felsenfest der Überzeugung ist, dass Buffy und das Spin-off Angel halt totaler Scheiß ist. Und ich habe ihm, also für die Zuhörer, die anderen hier wissen es schon, denen habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Und ich habe denen halt einfach mal stichprobenartig ein paar Folgen gezeigt, ein paar Folgen von Buffy, ein paar Folgen von Angel, und jede Folge, die er gesehen hat, super geil, super geil, super geil. Gelacht, geweint, alles, und jedes Mal danach, na Roy, hier, bist jetzt nicht angucken, nee, es ist scheiße. Ja, Roy, aber was ist das scheiße, du hast doch gerade gesagt, die Folge ist gut. Ja, die Folge war gut, aber der Rest ist scheiße. Hast du was gesehen davon? Nee, ich weiß das. Und leider ist die Sache. In Buffy ist eigentlich jede Folge gut. Ja, es manche gibt Folgen sind aber so gut. Doch, ja, so viel ist es besser. Es gibt nicht mal wirklich eine schlechte Folge, das stimmt. Es gibt Folgen, die sind cheesy und die guckst du jetzt vielleicht doch mit so einer gewissen Verklärung an und denkst, naja, es wird noch besser in späteren Staffeln. Aber es gibt nicht wirklich so eine Folge, wo du denkst, oh fuck, also mit der Folge hätten sie mich fast für alle Ewigkeit verloren. Ich kann hier mal eine Folge vorweggreifen. Meine schlechteste Buffy-Episode, das ist die drittletzte der zweiten Staffel. Das ist auch sozusagen die letzte Folge, die nochmal in sich geschlossen ist, bevor dann die finale Doppelfolge kommt. Das ist mit so einer Wasserballmannschaft, die sich dann in Fischmonster ins Meer schwimmt. Genau, das sollte ich nämlich auch sagen. Die ist so dumm. Aber die hat trotzdem noch so einen gewissen Trash-Faktor, wo du sagen musst, ja, die ist super dumm, aber die ist immer noch besser als die besseren Supernatural-Folgen. Ja. Und ja, das ist halt der Punkt. Ja, die klassischen schlechtesten Folgen Beer Bad und Double Meat Palace, die sind lustig. Ja, aber ich finde beides sehr gut. Also ich würde sagen, pass auf, bevor ich den Gedanken jetzt weiterführe, wir gehen jetzt in den Spoiler-Bereich. Alle Leute, die Buffy noch nicht geguckt haben, guckt es euch jetzt verdammt nochmal an. Ja. Bitte, Dankeschön, schaltet jetzt ab. Jetzt werde ich ein lustiges Geräusch einblenden, was den Part jetzt, den spoilerfreien Part abschließt. Und jetzt können wir spoilern. Wer jetzt Buffy noch nicht geguckt hat und weiterhört, ist selber schuld. Ja. Ihr Vollidioten. Echt mal, ich hätte mich so satt. Die Double Meat Palace Folge ist... gerade in Amerika nur so schlecht bewertet, weil die halt das Fastfood-Genre, aber die Fastfood-Ketten, diese Gesellschaft so negativ angreift. Und dann das haben sie ist gesagt, das könnt ihr nicht machen, Joss Whedon, was nimmt er sich raus, dass er sagt, hier Hamburger sind scheiße. Dass die einen raus sich in ein Penismonster verwandeln. Ja, aber das war super. Das ist so allein der Spruch, was sagt. Sagt es Buffy oder sagt es Willow zu Buffy oder andersrum? Es kommt so ein lesbisch Willow meint sowas von wegen, wenn ich... Ach, kleiner Spoiler, hinzu nochmal, wir haben schon die Spoiler gewonnen. Wenn ich noch nicht lesbisch wäre, wäre ich spätestens jetzt, nachdem sie diesen Penismonster den Peniskopf abschlägt. Aber diese Double Meat Palace Folge, das ist zum Beispiel für mich so ein Highlight der sechsten Staffel. Erst später, viele, viele Jahre später, hat mir das Internet gesagt, ja, übrigens, die Folge ist schlecht. Und ich habe gedacht, was? Diese Bio-Folge, die ist so geil dumm. Die
ist Buffy. Bier. Bier. Fireman. Pretty pretty. Wollen wir mal da Staffel für Staffel durchgehen? Einfach mal? Ja. Ich glaube, wir fangen mal mit der ersten von 7 Staffeln an. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also vielleicht müssen wir dann halt nach 2 Stunden oder so mal einen Cut machen und später mal weitermachen. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt einfach mal kommen. Ja. Das sag mal an, erste Staffel, Prämisse, wie geht's los? Das fängt schon genauso an. Man sieht ein kleines, schwaches Mädchen, das durch eine böse, dunkle Gasse geht und von fiesen Menschen, oder eben nicht Menschen, sondern von Dämonen angegriffen wird. Mhm. Und dann stellt sich halt raus, nee, das ist Buffy und das... Die allererste Szene von Buffy ist nämlich genau das, die aussagt, ihr, das ist was komplett Neues, was ihr noch nie gesehen habt. Denn es geht los mit Frau und Mann gehen durch eine dunkle Schule. Und es ist gruselig. Und der Mann hört was, was ist denn da los? Und auf einmal stellt sich raus, das vermeintlich schwache Schulmädchen ist ein Vampir und bringt den Typ um, den Kerl. Genau, nachdem man halt eigentlich gerade dachte, der Kerl verwandelt sich gleich in Vampir. Nee, es ist das Mädel. Und es ist übrigens die Darla. Das kann man ja noch dazu sagen. Das ist jetzt nicht so wichtig für den Inhalt der ersten Szene, aber für die Chronologie des ganzen Buffy-Verse ist die Darla halt wichtig. Aber ja, stimmt. Das ist halt wirklich so ein Punkt gewesen. Ja, da habe ich auch gestaunt. Das war die erste Szene, die da klar gemacht hat, worauf die Serie hinausläuft. Das ist einer der Punkte neben, es geht ums Erwachsenwerden. Es geht auch darum, Klischees halt aufzugreifen und nicht kaputt zu machen oder umzukehren oder sich darüber lustig zu machen, sondern halt was Neues zu schaffen. Es ist im Prinzip vorgegriffen, was dann Joss Whedon später mit Cabin in the Woods nochmal so auf den Punkt gebracht hat. Der hat er eigentlich 7 Staffeln lang schon konsequent dieses ganze Horror-Genre umgedreht. Ja, da hat er in Cabin in the Woods hat er Buffy eigentlich nochmal zusammengefasst in dem Film. Genau. Ich kann ja nochmal ganz kurz mein Background da jetzt erzählen. Und bei mir ist es halt so gewesen, Buffy fing 1997 an. Ich glaube auch im selben Jahr lief es dann auf ProSieben an. Vielleicht war es 98, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber Buffy wurde halt damals erstens im Samstagnachmittag-Programm, wenn ich mich jetzt nicht irre, runtergemüllt. Als eine Serie, die eigentlich da gar nicht mal so reingepasst hat, finde ich, weil die schon relativ heftig war in den ersten 2-3 Staffeln. Und das waren halt die Staffeln, die im Samstagnachmittag-Programm liefen. Und der andere Punkt war, Buffy wurde immer so ein bisschen als Mädchenserie beworben von ProSieben. Das war wie so ein Guilty Pleasure, das anzugucken. Und deswegen habe ich aber damals bei der Erstausstrahlung auch nicht alle Folgen gesehen. Erstens, weil ich damals halt Freunde hatte und draußen spielen war zu der Zeit. Ich habe da auch. Ich war so einer. Das denkst du dir doch gerade aus. Und ich war da halt oft einfach zu der Zeit nicht da und ich habe dann oft den Anfang der Folge gesehen. Und ich habe dann echt fast jeden Anfang jeder Buffy-Folge gesehen, musste dann halt aber raus mit den Kumpels spielen. Dachte mir, das ist schon irgendwie geil. Und in der Schule habe ich dann gemerkt, meine Schulkameradinnen, die haben sich darüber unterhalten. Ich habe mich immer so ein bisschen geschämt, aber ich würde schon gern mitquatschen. Aber ich traue mir nicht so richtig, weil ich out mich ja dann als Mädchen und dann sehen alle meine Vagina. Und irgendwann habe ich aber mal gemerkt, nee, Schluss jetzt. Ich bin jetzt mal so kritisch mit dieser PR-Strategie von ProSieben und sage einfach mal, nee, die haben sich einfach vertan und Buffy hat zwar eine Frau als Hauptcharakter, ist aber deswegen nicht eine Frauenserie. Es ist eine Serie für einfach alle. Es ist eine Serie, die deckt, glaube ich, komplett wie fast keine andere Serie die Demografie der ganzen Welt ab. Und bei mir war das dann halt so, ab Staffel 2 oder 3 ist bei mir dann der Groschen gefallen. Ich habe gesagt, drauf geschissen, ich lasse mir das jetzt nicht mehr aufzwängen, dieses Frauenserienkonzept. Und habe dann einfach mitgesprochen und es gab nichts Schöneres, als dann erstmal immer am Montag bis halt zur dritten Staffel mich mit meinen Klassenkameraden über Buffy zu unterhalten und dann ab der 4. Staffel, als Buffy endlich in der Primetime lief, 20:15 pro 7 und dann Jahr für Jahr wirklich Top-Einschaltquoten hatte, immer Donnerstag früh oder große Pause, wie auch immer, Watercooler Conversations über Buffy. Das, was halt Anfang der 90er die Leute mit Twin Peaks hatten und so weiter und dann zur Jahrtausendwende nochmal mit Lost, das hatte ich halt so ab
Ende der 90er mit Buffy und mit meinen Klassenkameraden. Das hatte ich, glaube ich, seitdem nie wieder mit einer Serie in der Form. Und es gab echt immer richtig viel zu erzählen. Ja, und wie gesagt, bei der ersten Staffel ist es noch nicht so richtig bei mir angekommen. Also die habe ich erst später noch richtig gebührend nachholen müssen. Ja, und jetzt gehen wir mal direkt den Inhalt über, würde ich sagen. Ja, oder willst du dann noch mal ganz kurz was zu deiner? Weil du hast ja, glaube ich, auch schon am Anfang geguckt, oder? Nee. Also ich hatte den Kinofilm gesehen. Mhm. Und dann aber nichts von der Serie. Das heißt, ich habe auch immer mal wieder so ein bisschen reingeschaltet und dann sprang da so ein komischer Typ mit irgendwelchen komischen Gummiteilen ja, und das stimmt. Und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu blöd. Dann habe ich es dann nicht angeguckt. Und irgendwann bin ich dann von meiner damaligen Freundin dazu gezwungen worden, weil die ein riesen Buffy-Fan war. Hab dann so, das war dann irgendwo Mitte, vierte Staffel, da mal so ein bisschen reingeguckt und fand dann eigentlich dieses ganze Drumherum zwar immer noch ein bisschen blöd, aber die Geschichte von Adam in der vierten Staffel, die fand ich dann schon relativ interessant, vor allem, ja, wie er dann einfach rumläuft und Leute aufschlitzt, nur deswegen, weil er, nicht weil er sie aufschlitzen will, sondern weil er einfach gucken will, wie sie funktionieren. Ich glaube, genau das war auch der Punkt, weshalb es Buffy dann endlich in die Primetime geschafft hat, was dann der Serie auch endlich mal das verdiente Publikum gebracht hat. Und ab dort habe ich es dann relativ regelmäßig angucken müssen, habe es dann auch immer gerne angeguckt und irgendwann dann wirklich die letzte Staffel der vierten, die letzte Folge der vierten Staffel, also nach dem Finale, nochmal diese sehr, sehr seltsame Folge. Da dachte ich dann so, okay, das ist ja doch eine Serie, wo ich vielleicht doch auch mal gucken will, wie das so angefangen hat und wie sich das so entwickelt hat. Die vierte Staffel hast du dann aber schon so zuerst aus Strahlung in Deutschland geguckt. Das war ja etwa 1999, 2000. Genau. Das war bei mir, wo es richtig durchgestartet ist, muss ich sagen. Weil dadurch, dass ich halt dann endlich mal diese Barriere überschritten hatte, dass ich mich mit meinen Klassenkameraden drüber unterhalten konnte, das war ja bei dir vielleicht doch der Fall mit deiner Freundin, ich weiß nicht. Na, für mich war halt Buffy auch immer so eine soziale Serie. Das war nie losgelöst. Ja, das war immer was, was man zusammen mit anderen anguckt. Genau, eben. Oder zumindest, wenn man es allein anguckt hat, dann irgendwann mal zusammen mit anderen besprochen hat. Ja, und gerade dann ist halt die allerletzte Szene, läuft dann plötzlich eine Dawn ins Bild und so, ah, hallo Schwester und bla 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 hin und her. Und ich nicht bloß rumgedreht, sondern von dann so, Moment, Buffy hat eine Schwester? Seit wann? Und sie auch nur so, genial! Erste Folge der fünften Staffel, ja. Das war vergessen. Das war noch die letzte. Nee, da ist nur angedeutet, da wird über Dawn gesprochen. Nee, ach, das ist die letzte Folge der dritten Staffel, wo Buffy mit Faith in ihrem Unterbewusstsein ein Gespräch führt, ein komatöses Jäger-Prophezeiungsgespräch und da sagt die Faith, ja, wir müssen das Bett machen, weil wir erwarten Little Miss Muffet. Und dann kommen die halt zwei Staffeln später. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern Joss Whedon da schon seinen Masterplan hatte, dass er da halt mal die Dorn einführt. Da kommen wir dann später noch drauf, wenn wir die Staffeln genauer besprechen. Aber das war halt auch so ein Punkt. Das weiß ich noch ganz genau, das weiß ich noch wie heute, wie wir uns damals wirklich stundenlang darüber unterhalten haben. So, ach, jetzt haben sie einen Fehler gemacht. So, es hätte Joss Whedon einen Fehler gemacht. Jetzt haben sie aber nicht aufgepasst. Und das ist aber ein Punkt, in einer anderen, in einer schlechteren Serie hätte sowas tatsächlich passieren können. Irgendeine Sitcom, nehmen wir mal das, ich bringe jetzt mal einen Begriff aus der Medienwelt, das Chris Cunningham-Syndrom. Das sagt man, wenn irgendwo eine Figur in einer Serie einfach mal ausgeschrieben wird, ohne dass das erklärt wird. Wenn zum Beispiel in einer Sitcom wie King of Queens in der ersten Staffel haben die noch in der ersten Folge einen Hund und da wohnt noch die Schwester von Carrie mit dort und ab der zweiten Folge sind die weg. Die haben Chris Cunningham-Syndrom, da fallen Hauptcharaktere weg. Und es gibt auch Serien, wo Hauptcharaktere dazukommen, was zum Beispiel mal in der einen Simpsons-Folge mit Pucci, dem Hund, parodiert wurde. Und bei Buffy hättest du halt damals denken können, weil es damals halt noch relativ oft sowas gab, dass halt einfach weniger wertige Autoren wie eine Jane Espenson oder Joss Whedon solche Fehler noch gemacht haben.
Und nee, das war halt alles ein riesengeiler Masterplan und das war halt das eigentliche Coole, aber das wusstest du ja nicht, du musstest noch ein paar Wochen gucken. Mhm. Und alleine wie dann die Folge gleich danach anfängt, ach, da kommen wir dann später dazu, das ist ja schon auch so, ja, das war ja dann aus Dorns Sicht, ja, ich habe das Gefühl, niemand bemerkt mich. So geht die Folge los. Genau. Bin hier schon 4 Staffeln mit dabei und kann. Genau. Ja, und ab dort habe ich es dann wirklich regelmäßig angeguckt und dann auch ziemlich schnell die Folgen davor alle nachgeholt. Hm, was übrigens nicht so leicht war, weil das nicht nochmal wiederholt wurde. Und Internet gab es in der Form nicht. Nee. Das war für mich damals ein ziemlicher Kampf. Aber zum Glück hatte ich da eine Freundin, die wirklich ein Videofetischist war, alles aufgenommen hat. Wo wirklich alles. Die Süße klingt ja traumhaft. Da war ein Zimmer voll mit Videos. Videokassette, das war geil. Dann kann ich ja auch noch mal kurz ausschweifen. Ja. Ich habe es damals, als es in Deutschland im Fernsehen gezeigt wird, als ihr es dann halt live on deutschen TV gesehen habt, es kam immer, ich habe ein paar Folgen immer so gesehen, aber das war halt, ich war noch sehr jung da und ich durfte das, durfte da noch nicht über den Fernseher so frei verfügen, wie man es, wenn man ein bisschen älter ist, darf. Und ich weiß, dass meine Schwester das geguckt hat. Ich habe übrigens mich letztens mit meiner Schwester über Buffy unterhalten und ich habe dir zum Beispiel mal erzählt, dass meine Schwester Buffy-Fan war und das immer geguckt hat und ich dann halt ein paar Folgen auch immer so mitgekriegt habe. Habe jetzt rausgefunden, meine Schwester hat eine Staffel gesehen. Was, glaube ich, die 4. Staffel auch war. Und habe dann immer so ein paar Buffy-Folgen gesehen und so und fand es eigentlich cool, aber naja, konnte halt nicht wirklich viel sehen und habe dann noch ein paar sehr wichtige Folgen der 6. Staffel gesehen, sogar das Staffelfinale der 6. Staffel gesehen. Und habe dann aber so, naja, Buffy nie wirklich wahrgenommen. Und dann hast du mich im Prinzip dazu gebracht, dass ich das verdammt nochmal angucken soll. Mhm. Und hattest ja auch recht. Ja, immerhin. Einmal im Leben. Einmal im Leben hat passiert das. Dass das eine sehr gute Entscheidung war. Ich habe sie mir dann halt auf DVD gekauft und habe dann so pro Tag eine Folge geguckt und dann ab dem Punkt, wo man dann Angel dabei gucken musste, habe ich dann immer eine DVD Buffy geguckt, eine DVD Angel geguckt, habe das dann halt so im Wechsel immer gesehen und ja, so habe ich dann Buffy konsumiert. Dann auch im richtigen Alter letztendlich. Als Kind weiß ich nicht. Als Kind hätte ich es wahrscheinlich auch wahrgenommen als coole Serie, die mich gut unterhält, aber so drauf geachtet, was da wirklich alles passiert und so. Und dadurch, dass ich wusste, okay, es gibt jetzt so und so viele Staffeln und ich wusste ja auch schon, was im Finale der 6. Staffel passiert. Ich wusste, als ich mir es auf DVD gekauft habe, ich habe mich dann möglichst wenig darüber informiert und habe dann immer drauf ich wusste halt, ja, wir sind ja im Spoiler-Bereich jetzt, ich wusste, okay, die Willow, die wird eine Hexe. Und ich habe dann immer auch deswegen noch mehr auf Willow geachtet, weil ich wusste, okay, die wird eine Hexe und die wird irgendwann auch böse, zumindest vorübergehend anscheinend. Und naja, deswegen habe ich halt auf viele Charaktere noch mehr geachtet als auf andere Charaktere, aber eigentlich auf alle Charaktere und war eigentlich im perfekten Alter, um Buffy dann zu gucken. Das ist generell eine Serie, die man ganz sehr gut noch ein zweites Mal gucken kann, ja. Aufgrund dieses nochmal auf die Charaktere achten, weil die sehr, sehr gute und starke und tiefgreifende Entwicklung alle durchmachen. Halt auch die wichtigen Nebencharaktere. Und das lohnt sich dann halt echt ein zweites Mal zu gucken. Ja, gerade eben bei Willow, da ist es gerade in der 6. Staffel dann mir ein ganz klein bisschen zu stark mit dem Holzhammer reingetrichtert, dass Magie eben Drogen ist. Ja. Und da fand ich es eigentlich schon besser mit dieser anderen Hexe, der mir der Name nicht einfällt, die ein paar Staffeln als Ratte verbringt. Amy. Amy die Ratte. fand ich das eigentlich ein bisschen subtiler, dass sie eigentlich auch schon versucht, Willow zur dunklen Seite mit rüberzunehmen. Ich habe am Anfang der Serie ja gedacht, dass Amy halt, wie heißt sie denn nochmal, verdammt? Terror? Willow Terror, ja genau. Ich habe halt gedacht, dass Amy Terror ist. Ich habe gedacht, dass die Lesben-Sache kommt schon viel früher, die dann halt erst später kam. Übrigens, in Buffy kam der erste onscreen lesbische Kiss
Kuss. Ja. Kuss. Und die erste lesbische Beziehung in der Serie. Einer der längsten lesbischen Küsse, der aber nicht gezeigt wird. Also in der Traumfolge am Ende der vierten Staffel gibt es ja da träumt der Xander. Und er sieht dann Terra. Im Eiswagen, ja. Willow, genau, im Eiswagen. Und wie sexy angezogen sind. Und dann anscheinend sich dabei sind, sich zu küssen. Und dann sieht man nur noch ihn. Und dann hat nur noch diese Reaktion von ihm. Ja, die wirklich ja, fast eine Minute großartig geht. Ja, das ist eine der längsten angedeutetsten Küsse. Und dann in der nächsten Staffel, da kommt dann ja auch der echte Kuss von den beiden. Wo ich auch immer gedacht habe, ich habe immer gedacht, okay, die sind ja zusammen, aber das würde ja nie so richtig gezeigt, dass die sich küssen oder so und so. Ich habe immer gedacht, da wird irgendwann dann mal so eine Folge kommen, wo deren Beziehung thematisiert wird, richtig fest und so. Aber nee, der Kuss ist in einer der allerbesten Buffy-Folgen einer so Nebenbei-Gimmick fast schon. Ich glaube, das ist auch das, warum das überhaupt durchgekommen ist. Weil gerade in dieser einen Folge. Genau, da ist es wichtig auch, dass es passiert. Oder da. Und da ist halt so viel anderes Zeug, wo so durcheinander die Leute sind und mit ihren Gefühlen und alles. Und dann kommt halt das und das ist einfach die Reaktion, die an der Stelle passt. Mhm. So, aber jetzt wollen wir chronologisch ab Staffel 1. Ich glaube, so das ganz wichtige Narrative haben wir noch nicht ausklamüsert, aber wir haben schon ein paar Sachen vorgegriffen. Aber die Leute, die es gesehen haben, die wissen ja auch, genau. Die können schon unseren Gedankensprüngen folgen, auf alle Fälle. Und deswegen heißt ja der Podcast auch Gedankensprünge. Hallo Gregor. Wir wissen, dass du ein Ziel. Ja, okay, ja, Staffel 1, dann fang doch mal an, Hugi. Dann fasst du doch mal ganz kurz zusammen die Prämisse und wie die sich so entwickelt. Dann besprechen wir vielleicht mal ein paar gute Folgen und ein paar schlechte. Also in Staffel 1, die ja die kürzeste Buffy-Folge ist, die ja... Folge. Ja, Staffel 1, die kürzeste Buffy-Staffel ist, da sie nur halb so viel Folgen hat wie generell die Buffy-Staffeln sonst. Geht es darum, dass Buffy halt nach Sunnydale kommt. Sie sind dann gerade hingezogen, sie und ihre Mutter. Der Vater ist ja will nichts mehr mit der Familie zu nähern. Ja, sie sind geschieden. Wegen den Vorfällen aus dem Kinofilm. Aus dem Kinofilm, genau. Und sie zieht nach Sunnydale und sie trifft auf ihre möglicherweise zukünftigen besten Freunde, Willow und Xander. Vor allem auf Cordelia, das war ja am Anfang. Ja, ach Cordelia, das ist auch eine der Figuren, die sich so super entwickelt hat und dann so ein trauriges Ende eigentlich hat irgendwie. Wo ich ist echt traurig. Das ist so. Aber vielleicht ist das ja, wenn wir wirklich den Angel-Podcast separieren, da glaube ich dann. Wobei die auch innerhalb der Serie Buffy eigentlich einen traurigen Verlauf nimmt. Ja. Weil die ja dann in der dritten Staffel auch eigentlich eine interessante Entwicklung durchgemacht hat. Das fängt in Buffy an und das wird in Angel dann nochmal wesentlich weiter. Ich muss jetzt mal was spoilern, was halt auch die dritte Staffel Angel anbelangt. Ich habe es mir zu angeguckt, Buffy jetzt nochmal vor ein, zwei Jahren. Mit meiner Freundin. Weil sie das halt auch nicht geguckt hat und ich wollte sie halt auch schmackhaft machen. Wir haben übrigens noch nicht Angel angeguckt. Und irgendwann ist mir halt mal ein Spoiler ausgerutscht. Wir waren, glaube ich, in Staffel 1 oder 2. Cordelia, die halt die krasse Highschool-Bitch ist, die Stereotype. Die Reiche, die immer so ein bisschen schickimicki ist und oberflächlichen Scheiß sagt. Und Willow, die halt dieses streberhafte Mauerblümchen ist. Und in der ersten Staffel sind die halt beide eigentlich nur diese Schablone. Und entwickeln sich dann erst nach und nach, so gegen Ende der ersten Staffel und dann in den späteren Staffeln umso mehr. Da gab es eine Szene, wo die sich gerade so ein bisschen angiften und da meinte ich halt nur so, ja, ist eigentlich krass, dass die beiden mal zu Göttinnen mit den mächtigsten Wesen in Buffy wirst. Ich bringe das so einen Spruch, das hätte ich eigentlich nicht sagen sollen jetzt. Aber es ist so, die werden halt einfach mal fucking krass mächtig beide.
Und das ist so interessant, weil es halt auch so logisch ist. Es ist nicht wie in einer schlechteren Geschichte. Die haben ja sogar noch eine, jetzt bin ich super stark, sondern das entwickelt sich halt. Die haben ja sogar noch eine Szene dann ganz später mal wieder zusammen, nachdem die ja schon separiert in Angel und Buffy unterwegs waren. In einer der vierten Angel-Staffel. Die vierte Staffel, genau. Als Willow mal einen dieser wenigen Crossover-Momente dann noch hat, genau. Also ich würde mal sagen, wenn ihr jetzt in diesem Spoiler-Bereich seid, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass ihr auf Angel mal gespoilert werdet. Zu dem Zeitpunkt ist es ja schon so, dass Cordelia da eigentlich nicht mehr Cordelia ist. Genau. Aber trotzdem hast du da halt nochmal so ein Gespräch zwischen diesen beiden Figuren. Ja. Das auch wieder. Das ist schon auf alle Fälle genial. Also sie vergessen nie die Autoren. Ja, selbst über Angel. Zwei verschiedene Serien nicht vergessen. Darf ich kurz unterbrechen? Michael ist übrigens auch noch da. Michael hat was zu sagen. Deine Freundin möchte einen guten Nachtkuss, sonst kann sie nicht einschlafen. Okay, haltet kurz diesen Gedanken fest. Ich würde ja noch ganz kurz sagen, welche Titten ihr am geilsten findet. Ich versuche mal oberflächlich weiterzuführen, die erste Staffel. Dann gibt es zum Tipp, nach dem den Zettel vorlesen, den du mir gegeben hast, damit ich irgendwas Dummes sag. Du sagst das sowieso immer irgendwas Dummes, als ob ich den Zettel dafür kippen müsste. Michael, sag doch auch mal was zum Thema Buffy. Genau, ja. Wie fandest du die erste Staffel Buffy? Ja. Ehrlich gesagt, also ich habe die erste Folge gesehen, als sie damals auf ProSieben lief. Und mir hat die ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Also ich habe dann auch gar nicht mehr reingeguckt, bis der Jochen hier irgendwann mal gesagt hat, dass es die beste Serie aller Zeiten ist. Und mir mich dann mit der sechsten Staffel auch Buffy schmackhaft. Das ist vielleicht die beste Staffel. Ja, das ist, Vor allem die Staffel, an der man am besten wieder anfangen kann, weil eben die fünfte Staffel ein relativ definitives Ende hat. Ja. Und sie dann aber trotzdem schaffen, die Serie weiterzumachen und sogar eine der besten Staffeln überhaupt machen. Ja. Hm. Ich finde, immer wenn ich in Buffy reingeschaltet habe, da habe ich halt immer diese billigen, komischen Monstermasken gesehen. Und die aber auch gut sind trotzdem. Also Buffy sind hat sehr gute da Maskenbild. Am Anfang ist es halt noch wirklich nicht so gut, gerade die ersten zwei bis ersten drei Staffeln. Ab der vierten ist es etwas besser. Aber wenn man es am Stück guckt, so wie ich es am Stück geguckt habe, irgendwann hat man sich da so ran gewöhnt. Einfach, da ist das halt so. Und es ist auch nicht so schlecht, wie es sich dann vielleicht anhört. Ja, wo man auch sagen muss, ganz kurz, dass Buffy auch sehr viele Preise auf dem Gebiet gewonnen hat. Und Leute, die das als Argument nehmen, und da gibt es relativ viele, und das hasse ich wie die Pest, die müssen halt echt mal gucken, dass das eine Serie ist und klar, dann kannst du halt höchstens als Gegenargument bringen, da darfst du halt überhaupt keine fantastischen Designs reinbringen. Und bei Star Trek hat sich doch auch niemand beschwert, deswegen. Klar, also Buffy hat ein paar verschiedene Designs. Star Trek Sachen? Ja, ne, weil die halt noch einen Schritt weiter gehen müssen. Ja, bei Star Trek finde ich es halt oft sehr dezent, da ist es halt oft nur so wie eine kleine Wulst. Und bei Buffy sind es dann teilweise so krasse Sachen, wie zum Beispiel, dass es halt aussieht, als würde da irgendwie Lava unter der Haut noch brodeln und so weiter. Die haben echt gute Arbeit geleistet, das stimmt. In der ersten Staffel war einfach nicht so viel Kohle da. Die Vampire sehen auch noch ein kleines bisschen anders aus. Es ist sehr lustig, wenn man sich die Audiokommentare anhört, wie zum Beispiel, einer der Schauplätze in Buffy ist immer der Friedhof, weil da halt die Vampire praktisch rauskommen. Da werden Leute gebissen, die sterben, die werden dann zu Vampiren und kommen aus ihren Gräbern raus. Wie sie den Friedhof halt dargestellt haben, weil sie hatten im Prinzip nur so 5 Quadratmeter Fläche irgendwie vorhanden. Ich glaube, am Anfang ist es auch so, dass sie noch auf einem echten Friedhof gedreht haben, da mussten sie immer nachts drehen. Später war es dann so, dann hatten sie ein kleines Studio, in dem sie das immer drehen konnten und sie mussten halt immer für ein bisschen Szenenwechsel in der gleichen Szene eigentlich halt umbauen, damit es so aussieht, als wäre es jetzt ein anderer Friedhof. Oft war es auch ein Parkplatz, wo sie dann einfach Grabsteine hingestellt haben. Aber es fällt einem nicht auf. Es wirkt halt gut. Also sie haben es immer gut hingekriegt. Aber zur Verteidigung meines früheren Ichs. Es war noch dümmer. Also. Ich mochte das Titellied immer. We'll be right back.
ist aber auch ein guter Punkt. Ich spiele jetzt mal das Titellied ein. Ja. Hoffentlich denke ich dran beim Schnitt. Und nicht diese ins Hause Schritt. Und bring die Liebe mit auf meinen Himmelsritt. Da, 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 da. Ich bin so hässlich. Ich bin hässlich. Ich bin also der Hass. Und jetzt der Funfact, auf den ich hinleiten wollte, auf diesem alten deutsche Welle Schlager basiert das Opening von Nerf Herder, was eins der besten aller Zeiten ist. Ja. Halt als ja, geiles Gitarrenlied und richtig krasser Rock'n'Roll. Und immer, was ich auch an Buffy toll fand, dass sie immer ganz viel ich glaube, Buffy ist eine der Serien, wo am meisten der Vorspann geändert wurde, als auch in den Staffeln dann mal geändert wurde, was die Hauptprotagonisten angeht. Wo dann halt drin steht, ja, hier, bla bla bla, ist eine der Hauptprotagonisten. Das ist Ich glaube, in der vierten Staffel ist es so, dass die drei oder viermal die Titelsequenz ändern, weil da halt. Da ist halt nur ein Sechstel aus der Serie und neue wichtige dazukommen und dann als wichtige Protagonisten reingetan werden. Und da darf auch nicht jeder rein in diesen Vorspann. Das sind halt wirklich nur die aller fettesten, krassesten Hauptcharaktere. Oh, das und sowas fieses, gemeines. Sechste Staffel. Terra! Wie cool, aber wie cool. Dazu noch ganz kurz, das ist zwar eigentlich jetzt sechste Staffel, aber es bezieht sich tatsächlich auf die erste Staffel und nicht nur das, sondern auch die erste Folge. Die erste Doppelfolge ist ja irgendwie The Harvest, dieses glaube ich, weiß es manchmal nicht, die deutschen Folgentitel, die Zeit der Ernte, glaube ich, oder irgendwie sowas. Da spielt der Typ mit, der in jeder Serie mitspielt, der mit dem langen Gesicht, der zum Beispiel auch bei Six Feet Under mal den Freund von der Claire Fisher spielt. Ja. Der spielt überall mit. Der spielt halt auch bei Buffy in den ersten zwei Folgen noch einen Hauptcharakter. Das ist der beste Kumpel vom Xander. Ah, super, wie ich das fand einfach. Ja, und dann, der sollte eigentlich in den ersten Opening Credits da auftauchen und Joss Whedon wollte den sterben lassen, einfach nur mit der Message, hey, das ist ein Hauptcharakter und ich lasse den aber sterben in der ersten Folge. Da haben die aber bei Fox oder wo das am Anfang lief, ich weiß es nicht, nee, es war was anderes, glaube ich. Da haben die gesagt, nee, das ist zu teuer. Auch wenn das nur so ein Gag ist, aber alleine dieses kleine Ändern des Vorspanns kostet halt so und so viel $1,000. Dann drauf geschissen. Und Joss Whedon hat sich aber darüber so geärgert, dass er gesagt hat, irgendwann mache ich das aber mal. Dann nehme ich jemanden in den Vorspann auf und lasse ihn genau in der Folge sterben. Und dann ist es halt wirklich eine Figur, die du halt schon seit drei, vier Staffeln als Hauptcharakter lieb gewonnen hast und dann endlich freust du dich, ja. Geil, sie hat es geschafft und dann, also halt tot. Kommt nie wieder in dieser Sequenz vor, aber es war ein cooler Moment. Ja, da wären wir halt bei Zeit der Ernte. Erste Staffel. Oh, ein Bier. Das passt eigentlich zu der Folge, die Zeit der Ernte. So fängt nämlich alles an. Buffy ist halt auch bekannt dafür, die Geschichte, dass ständig mal eine Apokalypse verhindert werden muss. Und die erste Apokalypse wird halt direkt zu Beginn der Serie verhindert, weil da nämlich die Zeichen günstig stehen für ein Ritual. Und der Sunnydale rumort der erste Big Bad, nämlich der Meister. Heinrich von Nest übrigens, ein Name, den man sich aus irgendwelchen Zusatzinformationen der Staffelbox da rausnehmen muss. Ein deutscher Obervampir, der schon viele tausend Jahre alt ist und in einer Kirche in Sunnydale eingeschlossen ist und der will dort raus und zu Beginn der ersten Staffel besteht halt die Möglichkeit, ein Ernteritual durchzuführen. Dabei müssen ganz viele Menschen geopfert werden und dann kann der Meister entkommen und ist dann halt ein voll krasser Typ und irgendwie beschwört es den Weltuntergang herbei. Wie genau? Keine Ahnung, drauf geschissen. Wird ja später nochmal ein bisschen drauf eingegangen. Ja, so beginnt halt die Serie. Ich mag übrigens auch in der ersten Staffel den Big Bad, den Meister, weil der ist noch so der cheesieste. Das stimmt, ja. Er ist ja wirklich nur so ein bisschen wie so ein Nosferatu, ja. Ein Gothic-Look, aber trotzdem irgendwie witzig. Der hat so ein paar witzige Momente. Da geht das schon früh los. Ja, und die erste Staffel, also ich würde einfach mal ganz kurz zusammenfassen.
in erster Linie geht es ja nur darum, dass die Buffy sich mit ihren Freunden da erstmal zurechtfindet. Dass sie erstmal auf, also erstmal trifft sie auf ihre Freunde, dann trifft sie auf Giles, der halt ihr Wächter ist. Der Bibliothekar. Der Bibliothekar. Genau. In der Schule würde nie jemand in die Bibliothek gehen. Obwohl es Aussehen gab, wo dann mal Leute einfach in der Bibliothek standen und was ausleihen wollen. Ja, genau so. Und sagt, ja, jetzt geh doch mal raus. Wir wollen hier nicht die Gesang. Ja, das ist jetzt ein großartiges Sehen. Ja, das ist eigentlich ganz cool in der ersten Staffel. Du hast ja in der deutschen Version leider nicht diese englische Entsprechung, aber im Englischen sind es halt die Scoobies, wie bei Scooby. Genau. Nur die Gang, das sind halt die Scoobies. Und die formieren sich halt in der ersten Staffel. Das ist das eigentlich nur der Giles, der Wächter, sozusagen die Vaterfigur. Dann hast du halt die Buffy als die Jägerin und ihre beiden Companions. Das ist halt die Willow, die am Anfang eigentlich nur eine Streberin und ein Computer-Nerd ist. Und der Xander, der ist halt immer das Herz Nerd der Truppe. Ist, ja, das Herz der Truppe. Der ist halt ein nicht intellektueller Nerd, der auch nichts mit Computern kann, der einfach nur halt mit rumhängt. Dann hast du halt die Frage einwerfen? Ja, ganz kurz. Scoobies, ist es wirklich von Scooby-Doo abgeleitet? Ja, genau, ja. Okay. Das ist halt eine dieser frühen popkulturellen Referenzen, das passt doch eigentlich wunderbar. Und das ist auch bis zum Schluss sind das immer die Scoobies. Auch eine tolle Szene in einer der letzten Folgen von Angel, wo Spike zu Angel meint, ja, okay, ich bin jetzt Teil deines Teams. Hauptsache ist eigentlich, dass wir nicht uns Scoobies nennen. Ja, das ist schon cool. Das wird in der deutschen Version nicht einmal in 7 Staffeln erwähnt. Du checkst das nicht. Du checkst das in der deutschen Version eigentlich nicht, wenn du nicht weißt, was mit Scoobies gemeint ist, weil das erst dann bei Angels erwähnt wird, was sie nicht wissen, wie sie es sonst übersetzen sollen. Ja, und ja, die erste Staffel hat dann halt noch so ein paar Highschool-Konflikte, wie zum Beispiel, ja, Buffy hat halt auch Stress in der Schule und die muss sich ja auch mit Leuten anfreunden. Muss sich mit ihrer Mutter auseinandersetzen. Genau, die alleinerziehende Mutter da noch alleinerziehend muss. Die nicht weiß, dass ihre Tochter eine Vampirjägerin ist. Die üblichen Probleme in dem Alter. Wo auch das Vampirejagen wieder für so ein Dings steht, so ja, die Eltern verstehen Dingens nicht und verstehen nicht, was die Kinder wollen. Pubertät, so. Genau. Aber im Prinzip geht es darum, Buffy lernt ihre Bestimmung zu akzeptieren und muss halt gegen den Master antreten. Und was auch ganz wichtig ist in der ersten Staffel, sie trifft praktisch auf ihre erste richtige Liebe. Der Angel. Wo sie am Anfang denkt, ja, das ist halt irgend so ein Stalker, der halt voll süß ist. Und dann stellt sie halt raus, oh, das ist ja ein Vampir, aber der hat eine Seele. Und dann kommt halt noch Cordelia dazu, als die ständig rumzickende Highschool-Diva-Bitch. Und so hast du halt deine erste Hauptcharakter-Konstellation. Und mit denen hast du halt eigentlich so einen ziemlich stereotypen Cast, wenn man es richtig nimmt. Das sind ja wirklich alles nur so die Schablonen. Aber wie gesagt, was mit denen passiert, und auch schon innerhalb der ersten 12 Folgen, ist eigentlich ziemlich cool. Ganz kurz noch in der ersten Staffel vielleicht noch als generelles Thema anzusprechen. Der Höllenschlund war ja von Joss Whedon so konzipiert, dass das auch eine riesige Metapher für die Pubertät ist. Es ist ja nicht nur so, dass der Höllenschlund unter diesem Sunnydale, halt dieser Stadt in London, sogar unter der Schule bzw. unter der Bibliothek. Und der Höllenschlund hat die unangenehme Eigenschaft, er verstärkt gewisse Tendenzen. Er verstärkt Magien, aber auch sowas wie zum Beispiel Unterbewusstes. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der, ich glaube, der 11. Folge der ersten Staffel, also die vorletzte Folge. Übrigens eine bekannte Schauspielerin, ich glaube, die Claire Duval, ist es, die die spielt? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder ist es halt die von Homeland, die da die Rolle spielt, die jetzt ihre 2 Emmys bekommen hat? Die spielt da halt eine Schülerin, die sich von anderen nicht bemerkt fühlt. Und sie fühlt sich halt wie so ein extremer Außenseiter, und es führt halt dazu, dass der Höllenschlund dieses Gefühl verstärkt und sie wird unsichtbar. Und solcher Shit geht halt ständig ab, gerade in den ersten 3 Staffeln. Und da hast du halt immer so eine Metapher-Ebene mit. Du hast halt eigentlich immer so einen Fall der Woche und kannst dir dann immer überlegen, ja, wie könnten das gemeint sein? Da gibt es halt auch die Traumfolge, wo halt ein Junge, der im Koma ist, träumt, und das wird halt verstärkt, was er träumt, durch den Höllenschlund, und die Träume werden wahr. Und
Wir können ja vielleicht mal auf die besseren Folgen der ersten Staffel da eingehen. Die Traumfolge ist halt recht interessant. Ich finde die Folge mit der Schülerin, die halt unsichtbar wird, auch super, weil zum einen Cordelia da mal noch ein bisschen mehr Spielraum gegeben wird. Da wird sie eigentlich das erste Mal so... Da wird halt eigentlich auch zum ersten Mal gezeigt, dass die Schüler halt auch mitkriegen, dass da irgendwie immer krasser Shit abgeht, weil ich glaube, Cordelia da auch zu denen sagt so, ihr seid doch hier die Leute, die sich immer um sowas kümmern, oder nicht? Mhm. Und weil das Ende da auch sehr cool ist, dass halt das FBI da irgendwie mittendrin in dieser Folge auch auftaucht, eigentlich immer nur so nebenan steht und dann aber dann halt da ist und die unsichtbare Schülerin dann mitnimmt und dann halt gezeigt wird, okay, es gibt halt, das ist schon ein paar Mal passiert, dass da Leute unsichtbar werden, weil es ja häufiger vorkommt, dass Leute sich total unbeachtet fühlen in der Highschool. Und dass die dann halt so super Spion ausgebildet werden, weil die sind ja unsichtbar, das macht ja Sinn. Da haben sie halt versucht, das Beste draus zu machen aus den paar Folgen, was sie halt damals machen konnten. Und das rechne ich halt auch der ersten Staffel an. Die Folge ist wirklich ganz gut. Was mir noch ganz gut gefällt bei der Traumfolge, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, ist halt, dass da die Musical-Folge schon angekündigt wird, die du dann in der sechsten Staffel erst hast. Wo halt Chiles meint, ja, wir sind jetzt in so einer übelsten Albtraumwelt, aber schlimmer wäre es, wenn wir jetzt in so ein Musical gefangen wären. Und dann in der Musical-Folge kommt nämlich wiederum die Rückreferenz, wo Willow meint, ja, ist komisch, dass wir alle singen, vielleicht ist es ja wieder mal so ein Kind, was im Koma liegt und das alles träumt und uns dazu zwingt, dass wir das tun. Das finde ich ganz cool. Aber meine Lieblingsfolge, ich glaube, da geht es vielen so, der ersten Staffel ist die mit der Puppe. Mit der Schulaufführung. Die Holzpuppe. Die hat was. Das könnte auch so eine Doctor Who-Folge sein, habe ich zum Beispiel auch das Gefühl. Die hat mehrere Wendungen, was später relativ normal ist bei Buffy. Und die bringt auch tatsächlich so ein bisschen diese Buffy-Mythologie voran. Also ganz kurz nochmal für die es jetzt nicht mehr so im Kopf haben. Es geht halt darum, dass Buffy, Angel und Xander bei einer Schulaufführung mitmachen müssen. Und da hast du auch mittlerweile, glaube ich, schon... Willow und... Angel wäre ein bisschen merkwürdig. Und da hast du auch in der Folge, glaube ich, das erste Mal den neuen Rektor, den Snyder. Genau, es gibt ja erst den ersten Rektor, der eigentlich noch ganz nett ist und so. Und der aber leider von der jenen einer super coolen Folge eigentlich, wo Xander praktisch, wie ist denn das irgendwie, die werden verzaubert von Xander und ein paar Schulraudis und die werden zu Hyänen oder zu Hyänen Menschen. Und fressen den Rektor der Schule. Ja, sie finden halt raus, dass Xander ihn nicht mitgefressen hat. Aber das war schon komisch. Das war so eine der Folgen, die ich auch retrospektiv so ein bisschen in der Xander hat das Schwein gefressen. Er war dann später eingesperrt, aber Xander hat ein lebendes Schwein gefressen. Und wurde, das ist auch cool, am Ende der Folge, wo er meint so, ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und er macht ja auch dann die Willow und die Buffy, vor allem die Buffy macht er halt so ein bisschen sexuell an und so. Und wo er dann sagt so, ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern, war das wirklich so schlimm, tut mir leid und so. Und Giles dann deswegen meint so, ja, doch den Zauber und so, das Gedächtnisverlust und so, bitte erzählen Sie es einfach gar nicht. Das war so cool. Also das ist halt auch wieder so ein Punkt, da ist das Ende halt nochmal richtig cool. Und eine weniger wertige Serie wie, ich bringe jetzt wieder Supernatural oder meinetwegen Charmed, die haben ständig solche Folgen. Bei Charmed ist das ja irgendwie Thema jeder zweiten Folge. Eine dieser drei Hauptcharaktere verwandelt sich in irgendeine mystische Kreatur, in eine Harpie, in eine Mumie, in einen Vampir, in einen Zombie, in einen Zeppelin, in einen Transformer. Oder das hat nie irgendwie ein ironisches Ende oder es läuft nie auf was Sinnvolles hinaus. Die sind total austauschbar. Aber da zeigen die halt einfach, nee, wir haben da schon mitgedacht. Das hat halt schon noch irgendwie einen coolen Twist. Das ist nicht ganz umsonst. Wird auch immer wieder mal angesprochen, wenn es um den Direktor geht. So, ja, der letzte Direktor wurde von Schülern gefressen. Genau, aber halt auch Xanders Pech mit so einem Scheiß wird halt immer wieder thematisiert. Das ist halt der Beginn. Gibt auch die Folge mit der Heuschreiterin. Ja, genau. Und dass halt Xander in jeder Staffel einfach mal leider, weil er Pech hat, mit Frauen an den Dämonen gerät. Das ist halt blöd, aber das ist halt ein witziger Running Game.
Und ja, und die Folge aber halt mit der Puppe, wie gesagt, die führen halt erstmal den... Nein, wir waren noch beim Rektor. Was war denn der zweite genau. Rektor? Der dritte auch? Der Snyder. Folge auch? Der Snyder. Ist das schon der zweite? Das ist dann der zweite schon, genau. Der ist dann ja... Bis der Ende ist dann der Staffel, genau. Ja. Und dann kommt halt erst viel später der nächste Direktor, der farbige Kollege, der Robin. Ja. Und Fun Fact für alle, die es nicht wissen und Star Trek mögen, das ist Quark, der Snyder. Mhm. Aus Deep Space Nine. Hat er eigentlich zwei total coole Rollen gehabt. Mhm. Und ja, der Snyder wird halt eingeführt, was schon mal ein riesen Pluspunkt ist, weil das eine großartige Figur ist. Das ist halt auch eine der wenigen Figuren, die keine Wandlung durchmachen, aber so konsequent keine Wandlung durchmachen, dass selbst sein letzter Moment noch so konsequent dein Direktor Snyder-mäßig ist, dass du ihm applaudierst, während er von einer riesigen Monsterschlange gefressen wird. Selbst in diesem Moment noch nur du, kein Rennen auf den Gängen. Und in der Folge ist, da passiert einfach so viel komischer Quark. Es gibt halt so eine Art Mystery-Plot. Ja, irgendwie geht hier Scheiß ab innerhalb dieser Theatergruppe. Und die haben verschiedene Schüler in Verdacht. Und das läuft natürlich schief. Die haben die falschen Schüler in Verdacht und so weiter. Der Mensch stellt sich raus. Es ist der Schüler mit der Holzpuppe, der die Bauchredner-Nummer macht. Der hat den Dreck am Stecken, aber nicht der Schüler, sondern die Puppe. Und dann denkst du, das ist so eine Art Chucky die Mörderpuppe-Parodie oder einfach nur eine Hommage. Dann stellt sich aber wiederum raus, nee, nicht die Puppe ist der Böse, sondern die Puppe ist ein ehemaliger Dämonenjäger, der mal was mit einer Jägerin hatte und der aber zu einer Puppe verwandelt wird und jetzt fürs Gute kämpft und sich als Bauchrednerpuppe da reingeschlichen hat. Und die Böse ist eigentlich wiederum nochmal jemand anders. Und das ist ja schon mal alles soweit ziemlich cool. Aber das eigentliche Coole ist der Abspann. Das ist, glaube ich, die einzige Buffy-Folge, wo statt einfach nur schwarzer Screen und weißer Schrift und Musik der Abspann wirklich eine Szene ist, wo dann Buffy, nicht Angel, sondern Xander, wo die das Stück, was sie die ganze Folge aufhören müssen, wirklich aufführen. Und die Ironie daran ist, und das finde ich halt auch generell an Buffy so cool, die kämpfen schon die ganze Staffel gegen krasse Monster, gegen irgendwelche apokalyptischen Superprophezeiungen und so weiter. Aber die kriegen es verfickt nochmal nicht hin, ihr scheiß Lampenfieber zu bekämpfen. Und kriegen es aber auch nicht in ihr scheiß Stück, was ihr scheiß 5-Minuten-Trialog, den Scheiß auswendig zu lernen. Und dann müssen die von der ganzen scheiß Elternschar und Schule auf der Aula ihr hässliches Scheißstück Sommernachtstraum oder was vorführen. Das ist so dumm. Die gehen so zugrunde da. Das ist so herrlich. Ich glaube, der Willow kotzt auch noch. Das ist so herrlich. Vor allem, da wird nämlich auch für Willow schon ein wichtiger Charakterpunkt auch nochmal unterstrichen. Halt, dass sie halt Lampenfieber hat, die will nicht vor anderen Leuten sprechen, die sehr introvertiert und so weiter. Also, das wird halt so lustig dargestellt. Ja, und dann halt das Staffelfinale. Das war halt schon dann ziemlich gut. Meine Lieblingsfigur, oder? Das ist ja das, wo dann der Abschlussball ist und der Meister wirklich dann heraufbeschwört wird, weil sich die Prophezeiung erfüllt. Leider hat selbst Buffy eine Prophezeiung. Ne? Und Buffy stirbt da halt. Ganz genau, das darauf wollte ich hinaus. Da stirbt Buffy zum ersten Mal. Ja. Das ist natürlich auch ein Schlag in die Magengrube. Ein weißes Jahr ist auch wieder an. Genau, es ist auch gut gelöst. Halt gut gelöst. So. Und das erste Mal, dass Xander eins seiner Momente hat, wo nur Xander einen Tag retten kann. Auch der Beginn einer langen Reihe von großartigen Xander-Momenten. Weil wie war das nochmal? Er ist mit Angel unten da. Ja, genau. Und Angel sagt, glaube ich, irgendwie, du musst die. Genau. Du musst, weil er kann den Herzschlag irgendwie nicht. Genau, er kann keine Luft in ihre Lungen pumpen. Und deswegen muss halt ein Angel die ertrunkene Buffy per Mund zu Mund. Ja, Xander muss die ertrunkene. Ja, was habe ich dir gesagt? Mund zu Mund beatmen, genau. Weil er es kann. Genau. Und der Punkt, der da halt etabliert wird, ist, dass Xander als der Einzige in dieser riesen Gruppe von Superhelden, der niemals Superkräfte erhalten wird, dass der es halt wahrscheinlich häufiger als irgendjemand anders in der Serie schafft, die Apokalypse zu verhindern oder halt häufiger als irgendjemand anders so wirklich direkt mit involviert ist.
außer vielleicht Buffy selbst, weil er halt auch wiederum Eigenschaften hat, typisch normale menschliche Eigenschaften, die halt auch wiederum wichtig sind. Und das ist auch so eine schöne Message. Das ist ja auch das, was wir gestern mal... Der erste Krillin. Genau, das ist der Krillin von Buffy. Oder? Aber noch ein besserer Krillin eigentlich, weil er noch wichtiger ist. Genau, das ist schon, ja. Aber beide kriegen das heißeste Mädel ab. Kann man so sagen, ja. Und ja. Charakterlich und sehr ähnliche Mädels, wenn man es so sieht, ja. Beides, ja, ja, beides Mädels, die so ein bisschen Fish out of water mäßig sind vom Humor her und so ein bisschen die unzugängliche, aber geile Bitch. Ja, und wo wir jeden umbringen könnten, wenn sie. Genau, stimmt. Das ist interessant. Und wir wissen ja, Joss Whedon scheint sich auch ein bisschen mit Dragon Ball auszukennen, vielleicht ist es ja nicht von ungefähr. Aber jedenfalls, das fand ich halt sehr gut an der ersten Staffel, wie die endete. Und das war halt für mich auch direkt so ein Anfixpunkt, wo ich gesagt habe, das guckst du auf alle Fälle weiter, weil das war geil. Der Meister wird halt besiegt, wie alle Big Bads am Ende der Staffel besiegt werden. Was jedes Mal sehr großartige Finalkämpfe sind. Mir fällt nicht einer ein, nicht ein Kampf gegen so ein Big Bad, der irgendwie vergleichbar mit was anderem ist. Der Meisterkampf, gut, der ist noch vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber immerhin stirbt ja Buffy und dann gibt es noch die coole Szene, wo, glaube ich, Cordelia mit dem Auto in die Bibliothek reinfährt und in der Bibliothek öffnet sich der Höllenstund, da kommt so ein Tentakelmonster raus, die kämpfen gegen das Tentakelmonster und so weiter. Da hat jeder was zu tun, das ist ziemlich cool. Und das ist halt eine schöne Tradition. Einer meiner Lieblingsmomente oder Szenen oder was weiß ich, ist, wo Buffy halt zum Meister hochgeht und da sind dann auch ganz viele Vampire, die halt da drauf zustürmen und Angel hat dann im Prinzip die Aufgabe, die ganzen anderen Vampire aufzuhalten und sie sagt irgendwie, setz mal ein amtliches Gesicht auf und dann hat er halt seine Vampir, zieht er sein Vampirgesicht auf und kriegt die. Wo ich so gedacht habe, hier, Buffy ist auch der Chef, die gibt die Befehle. Und dann gibt es auch den Endkampf, der ist halt cool irgendwie inszeniert, aber so viel passiert da halt und so. Ja, es ist die hat dann ihre Angst sozusagen überwunden. Genau, und das ist auch ganz wichtig, ja. Es ist halt auch das einzige, ja, nicht Staffelfinale, weil es eine Ausnahme gibt, wo es Staffelfinale mal eine eigenständige Folge für sich ist, aber der einzige Finalkampf, der nur in einer Folge erzählt wird. Weil ja die erste Staffel generell kürzer ist und so weiter, ja. Haben es nur die eine Folge, aber dafür ist es halt trotzdem cool. Es ist halt ein schöner Übergang dann auch direkt in die zweite Staffel, finde ich. Einer der wenigen, oder einer der ja, generell wenigen Schwachpunkte, der aber nachträglich wieder ausgeglichen wurde, ist, dass Dala in der ersten Staffel ja stirbt, schon, ich glaube schon in der zweiten oder dritten Folge. Ja, relativ früh, fünfte, glaube ich, wo halt rauskommt, dass Angel ein Vampir ist. Genau, und dann halt, wie gesagt wird, ja, dass Dala halt ihn zum Vampir gemacht wird, das wird erzählt, aber dass er überhaupt nicht irgendwie so rüberkommt, als wichtig das eigentlich ist. Und er bringt sie halt um, relativ unspektakulär sogar. Ja, das stimmt, ja. Und dann ist sie halt tot, so, dass ich das beim Gucken gar nicht mehr, ich hatte es komplett vergessen. Das geht allen so. Als Dala dann später wiederkommt, hatte ich total vergessen, dass die ja wirklich schon in der ersten Folge, in der ersten Szene zu sehen ist. Ja. Und diesen ganzen Vampir-Shit praktisch startet. Ich kann ja mal ganz kurz, wie das für uns damals war. Schule, letzte Folge, erste Staffel Angel, die allerletzte Szene. Es baut ja alles drauf auf, dass halt ein Ritual stattfindet. Wir reden jetzt ganz kurz über Angel, aber ist ja jetzt auch in der Stelle angebracht. Es wird ein Ritual veranstaltet und ein krasses Wesen soll da beschworen werden. Und Angel versucht das zu verhindern und es klappt halt nicht ganz. Und am Ende wird halt dieses krasse Wesen beschworen, was halt die Bösewichte für ihre Zwecke nutzen wollen. Und am Ende, in der allerletzten Einstellung der ersten Angel-Staffel, siehst du es, ist halt diese blonde, nackige Frau im Käfig. Und wir standen am nächsten Tag in der Schule ratlos da und dachten, wer war das? Wer zur Hölle war das? Anscheinend muss man die ja kennen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wer das war. Und erst als ich dann Jahre später wieder mal Buffy angeguckt habe, da ist mir das halt auch klar geworden. Und als ich aber zum Beispiel mir Sue das dann angeguckt habe, die hat es auch trotz relativ nah beieinander liegender
Betrachtung nicht erkannt, dass das dieselbe Person ist. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Sie sieht ja auch ein bisschen anders aus. Ja, die ist halt dann eine Milf später. Ja, genau. Kann man ja nochmal ganz kurz sagen, das ist ja die Julie Benz, die dann später bei Dexter erst so ziemlich berühmt wurde als Freundin von Dexter. Und ja, die ist halt relativ unspektakulär. In der ersten Buffy-Staffel ist es halt einfach nur ein weiteres blondes Mädel, eine von vielen. Mhm. Bei Angel hat sie dann eine ziemlich coole, große Rolle. Ist schon cool gemacht, aber ja, das stimmt schon. Also wie die Figur in diesem Buffyverse eingeführt wird, ist ein bisschen halb. Bei ihr hatten sie, bei vielen den Masterplan, bei ihr hatten sie noch nicht so genau, den Masterplan. Genau, ja, da würde ich das auch absolut so unterschreiben, genau. Da wussten sie, glaube ich, vielleicht auch noch nicht so genau, was sie mit Angel... Ja, definitiv, vor. Definitiv. Und die hätten auch irgendeine andere Figur nehmen können, denke ich mir, und sagen können, dann nehmen wir halt die. Zum Beispiel gab es ja da so die rechte Hand des Masters, das war ja der Luke, der auch, glaube ich, in der ersten Doppelfolge dann stirbt, der halt auch so ein krass starker, relativ übermächtiger Vampir war. Und so sagen können, wir buddeln mir halt den Luke nochmal aus und nehmen den halt für Angel. An den hätte ich mich eher erinnert, weil der halt der erste richtige Kontrahent ist. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht gemacht. Ja, so komisch, auch. Wenn dann der Angel... Aber ist auch so ein Beispiel für wie Jahre später kam dann halt nochmal so ein ja. Nebencharakter ein. Also ein, ja, wirklich ein Nebencharakter, der nur in den ersten 5 Folgen oder so dabei war. Mhm. Wieder aus und geben dem halt nochmal richtig viel Raum. Ja. Ich kann ein paar von den besten Angel-Folgen waren ja Rückblicke... Zurzeit mit Dala. Ja, ja, klar. Genau. Auf jeden Fall. Das stimmt. Dala war eine gute Figur und Angel. Hat mir immer gut gefallen, wenn die dabei war. Dann zweite Staffel, diese Story Arc mit ihr war mit das Beste bei Angel, finde ich. Ja. Ja, wird nochmal zweite Staffel. Lockout. Michel Wild verlässt den Raum. Man kann sich auch, glaube ich, nicht mehr verabschieden, weil sein Mund voller, na, willst du sagen, Michel? Voller was der Mund ist? Voller Bleistifte. Bleistift. Das kann sich jetzt hier mal bitte das Publikum bildlich vorstellen, mit wem wir das hier jetzt die ganze Zeit zu tun haben. Und da willst du noch irgendwie professionell wirken. Der Pastor Bardo. Sag aber nicht mehr um diese Uhrzeit. Michel, du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Lass es jetzt einfach. Versau es nicht. Du kannst der unbekannte Vierte in der Runde sein. Kannst eigentlich nur das Schlimme machen. Vielleicht noch dein Fazit, wie du jetzt mit Buffy weiter verfährst, ob du das jetzt bald endlich mal komplett alles nachholst. Wahrscheinlich nicht. Also der Jochen hat mir schon die besten Folgen eigentlich rausgefiltert. Und alles, was dann halt nicht mehr so gut ist. Aber alle Folgen sind irgendwie zu gut. Ja, aber das Ding ist halt auch, wenn du nur rausgefiltert die besten Folgen guckst, dann wirken die ja nicht so gut, wie wenn du die im Kontext anguckst. Und dann guck dir aber halt auch die mittleren Folgen, also qualitativ mittleren Folgen an, im Kontext, dann sind die immer noch besser als die besten Folgen außerhalb des Kontextes. Also es gibt halt die eine Folge, wo Spike zum ersten Mal auftaucht, die kann man auch ganz allein für sich angucken. Ja. Da braucht man nichts drum rum. Wo man bei der zweiten Staffel ganz am Anfang zweite Staffel. Genau. Eine schöne erste Szene, die sich auch mehrmals dann noch wiederholt. Spike kommt nach Sunnydale. Das beste du bist entlassen. Super böse. Großartig. Der neue One. Genau, großartig. Das ist halt auch das, was ich meinte. Das Setup dann in 7 Stunden wieder rein, wenn ihr dann bei der 6. Staffel angelangt sind. Ich weiß nicht, ob wir bei der 6. Staffel sind. Noch lange nicht. Klaps kann er. Also Jochen, kannst du ja mal kurz zusammenfassen, warum das so großartig ist. Ja, also Spike. William der Blutige. Wie erklärt man Spike? Ich glaube, Spike ist eine der komplexesten Figuren in diesem ganzen... Dem wird immer wieder nochmal was zugepackt, was man noch nicht über den wusste. Also der macht wirklich auch vom Charakter her eine komplette Entwicklung durch. Also wenn man gerade eben dann irgendwelche Rückblicke sieht, was für ein weinerliches Kind oder Mama-Kind im echten Leben war und dann ist er ein Vampir geworden und dann hat er versucht, so böse wie möglich zu sein und... Aber ist irgendwie trotzdem ein guter Kerl, letztendlich. Und hast aber nie richtig ganz drauf gehabt und
Ja, irgendwie schon. Irgendwie war trotzdem einer der krassesten. Irgendwie ist er zum Schluss auch einer der krassesten. Und er war eigentlich auch der Obertreffer für Piccolo bei Kaffee. Geschafft hat, wie war es, zwei Jägerinnen zu töten. Mhm. Ja. Sogar. Was kein anderer war. Der hat es auch geschafft, Angel zu besiegen. Mhm. Und. Er hat am Ende den Höllenschlund versiegelt. Ja. Und das war gut sicher dann ganzes Ende, ja. Ja. Und er hat das Baby von der einen Frau gerettet. Und hat aber auch eine andere Frau gegessen. Ja. Ihm wurden die Arme abgeschnitten. Er hat einen Trigger von der Organisation. Er hat den Chip von der Organisation. Er wird vom Urbösen besessen. Und was ich halt irgendwie generell super an Spike fand im Nachhinein ist, du hast einen Vampir mit einer Seele, Angel. Und zum Schluss der Serie hast du noch einen Vampir mit einer Seele, den Spike. Und du hast aber komplett unterschiedliche Geschichten von diesen, wo du denkst so, ja, okay, ja, jetzt hat er halt auch eine Seele und so, aber das sind komplett unterschiedliche Charaktere, die eine komplett unterschiedliche Geschichten haben, wie sie dazu gekommen sind und wie sie damit umgehen und so, weil, und das fand ich immer cool bei Spike, weil Spike ist eigentlich der krassere Typ, weil der hat sich seine scheiß Seele halt erkämpft, der wollte sie dann haben, aus einem vielleicht ein bisschen flachen Grund, weil er wollte halt Buffy ficken. Er hatte sie ja eigentlich schon. Also das ist voll gewaltig. Was ihn eigentlich noch krasser macht, er hatte sie schon gefickt, wie ja. sie es wollte und wollte sie vergewaltigen, was er dann nicht geschafft hat. Und er hat sie als und dann wieder gut warum wollte er sich eine Seele holen und hat es geschafft. Und vor, ja gut, also was sie aber wiederum verbunden hat, sobald die eine Seele hatten, waren sie weinerlich. Hm? Angel sehr lange. Spike hat's eher. Spike irgendwie, aber nur ein paar Folgen. Und ja. dazu muss man sagen, der war ein bisschen weinerlich, aber der war ja auch besessen vom Urbösen. Genau, das klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die noch nicht so weit sind, dann komisch. Die sollen sich jetzt auch gar nicht, dass sie gar nicht kommen. Ja, genau. Seele und besessen und was? Ja, das fand ich auch super, weil das war. Da gibt's auch einen super Spruch bei Buffy, der das wieder zusammenschreibt, so: Ja, du und deine Seele, du hast 3 Wochen heulend im Keller gehockt und jetzt geht's dir wieder gut, was willst du eigentlich? Die beste Sache mit der Seele war dann eben gerade, wo Angel dann nochmal dazukommt. Ja. Und dann ist halt so, jo, Spike hat jetzt auch eine Seele. Und Angel war so, ich hab dich nicht in die Bevorzugung. Ja, da gibt's da Vampir mit Seele. Es gab auch eine super Szene in der 6. Folge, wo alle ihr Gedächtnis verloren haben. Und wo Spike dann irgendwie feststellt, okay, er ist ein Vampir. Und meint dann so, okay, ich bin ein Vampir. Wahrscheinlich bin ich ein Vampir mit Seele und deswegen helfe ich dir. Ich helfe den Hilflosen. Was halt der Wahlspruch von der Angel-Detektiv-Detektei ist. Und dort der beste Spruch ist, ah, wie heiß ich denn? Randy Giles. Randy Giles? Warum hast du nicht gleich Desperate for a Shack Giles genannt? Vor allem diese beschissene Szene wird halt vorgeshadowinged in dem Staffelfinale der 4. Staffel. Wie geil, wie geil. Okay, 2. Staffel. Ja, Spike ist halt einfach, der entwickelt sich auch so geil. Mit einem coolen Auto und mit Drizella, der abgefuckten Vampirbraut, wo man so die super schwach ist, wo aber alle sagen, die ist super stark, wenn erstmal ihre Kräfte zurückkehren. Komm mal an, fahren irgendwie ein Rosenbeet über oder Schild. Vor allem eine Karre, wo alle Fenster abgedunkelt sind, mit irgendwelcher Farbe drüber geschmiert, sehen kein Stück weit raus. Und harte Rockmusik, dann halt alles läuft. Das ist halt ein Lebemann und das ist halt der schöne erste Eindruck. Bis dahin hattest du halt ziemlich aristokratische Vampirverhältnisse, also das Klassische eigentlich. Ziemlich böse, ziemlich abgefuckt und das, was du halt vorhin so noch angesprochen hast, halt den Gesalbten oder wie er hieß, diesen kindlichen Vampir, der auserkoren ist, der Vampir-Messias zu sein. Super Szene. Ja. Ich glaube, 3. oder 4. Folge der 2. Staffel, der ist halt dieser wirklich der Auserwählte, ja. der von den Vampiren, das ist ein Kind, was ein Vampir ist und so, was im Prinzip das Heft in die Hand genommen hat. Genau, und Spike hat einen Plan, den er durchgezogen hat, der nicht so richtig geklappt hat.
Und der meint so, ja, das war scheiße und so, was du gemacht hast. Und dann sagt er, ja, nimm das, sperr das in den Käfig, mach den Käfig zu und dann so, Sonnenlicht drauf, es ist tot. Ja, und ja, er ist genau, der Bösewicht, der und genau das meine ich halt. Du hast halt diese alte cheesy Version der Vampire und dann kommt halt der coole Lebemann-Vampir, was du halt noch nie gesehen hast. Und halt seinen eigenen Scheiß. Vielleicht höchstens Lost Boys, der Film aus den 80ern, ja, ist mir ein bisschen in der Richtung. Aber halt wirklich so diesen richtig coolen Rocker-Punk-Vampir. Und er sagt, drauf geschissen, hier kommt ein Kind in Käfig, Affe tot, ich will Bier. So, und wenn mir jetzt nicht gehorcht, dann passiert der kleine Scheiß. Ja. Ich würde nicht mal Lebemann nennen, weil Lebemänner haben immer noch so ein bisschen Klasse. Und Spike ist halt ja, Spike. Der ist halt lebensfroh. So endet ja auch dann die zweite Staffel, weil dann bilden sich ja im Laufe der Staffel, das ist halt dann die große Story natürlich, erstmal geht die große Gefahr von Spike und Drusilla aus, weil halt Drusilla jederzeit wieder erwachen könnte. Du weißt nicht, was das bedeutet. Ich meine halt nur, Drusilla ist halt super stark. Übrigens auch eine sehr geile Folge, wo Drusilla dann wirklich ihre Kräfte wiederbekommt, wo Spike ja wirklich zu Mus geprügelt wird, ich glaube von Buffy oder wem auch immer, und dann Drusilla am Ende aus dieser zusammengestürzten Kirche oder was ist es? Ist es nicht so, dass er praktisch fast verbrennt, weil er sie rettet oder so? Weiß ich nicht mehr genau. Alle verprügelt und alle Fälle gibt er sich richtig Mühe, dass Drusilla nichts passiert. Und am Ende liegen die aber halt dort verschüttet, aber die Scoobies ziehen halt schon ab, denken, ja, die sind halt tot. Und dann kommt aber am Ende so als Cliffhanger die Drusilla und du weißt, oh, die ist ja übelst scheiße stark, nimmt ihren kleinen zusammengeprügelten Spike in den Arm und du weißt, jetzt geht die Scheiße richtig ab. Und dann beginnt ja dann in dem weiteren Subplot noch diese Buffy-Angel-Beziehung und du erfährst halt, okay, wenn Angel einen Moment höchsten Glückes erfährt, dann kommt halt der Angelus in ihm wieder raus. Der was Vampir, auch wieder der war eigentlich eine super eine schöne Metapher. Für das Erwachsenen ist, sobald der Typ Sex mit der hat, ist er das dumme Arschloch. Ja. Bei Buffy ist es halt, er hat Sex mit dir und wird zum krassen, zum schlimmsten Vampir, den es jemals gab. Und was für ein geiles Staffel-Halbfinale. Ab der, ja eigentlich schon ab der ersten Staffel hast du ja auch diese Staffel-Halbfinals, die manchmal sogar fast besser sind als die Staffel-Finals. Und dort ist es ja dann einfach mal Angelus kehrt zurück und alles ist super düster erstmal. Ja. Und halt diese neue Vampirorganisation, halt vor allem Spike und Drusilla zu dem Moment, die wollen halt irgendwie krassen Mayhem über Sunnydale bringen und beschwören halt diesen Richter. Und dann heißt es ja noch, oh, der Richter, das ist ein uralter Superdämon, der nicht von Menschenhand geschmiedeter Waffe besiegt werden kann. Und was macht Buffy? Bringt einfach eine verfickte Bazooka mit und schaust den kaputt. Na super, war es noch in der ersten Staffel? Das war der. Was auch so ein Fakt ist, der nicht vergessen wird, es gab ja diese Halloween-Folge, ja, wo alle praktisch in das verwandelt wurden. Das war aber die zweite ja, okay, Staffel schon, ja. Was sie verkleidet war und Xander war ein Armee-Typ, ein Soldat. Und deswegen hat er halt krasses Background-Wissen, was auch noch später nochmal aufgekommen wird. Ja, genau. Über Waffen und wie er die praktisch in die Fabrik in die Armee einschmuggeln kann, dass sie halt eine Bazooka rausholen können. Und das ist auch so wieder so eine klasse Sache, so, naja, nicht eine Prophezeiung, aber so eine Aussage, nicht von Menschenhand geschmiedeten Waffen besiegt werden kann, was sie halt, das war halt damals Schwerter und so ein Schreck mit Bein, aber eine fucking Bazooka funktioniert dann auch. Und ab dann hast du ja auch die schöne Wendung in der Staffel, dass halt dann Angelus sich den Vampiren anschließt. Und dann hast du halt wieder dieses altmodische, so ein bisschen aristokratische Vampirbild, die aus irgendeinem Grund halt einfach mal die Welt zerstören wollen, wo du dich halt auch als Zuschauer fragst, na wozu, was bringt das wem? Und dann hast du aber den Spike, der irgendwie der notgedrungen in dieser Vampirgang mit drinne hängt, als verkrüppelter kleiner schwacher Vampir und zugucken muss, wie ihm die anderen da immer mehr entfliehen, Drusilla und vor allem halt auch Angelus. Und er kommt dann halt am Ende der Staffel zu Buffy und sagt, ja komm hier, wir verbünden uns jetzt einfach mal. Wir wollen zwar krasse Feinde, aber ja, ich liebe Manchester United, ich liebe Pubs, ich liebe halt einfach das Leben, so wie es ist. Und das war halt wirklich so ein klasse Moment. Der freutet sich direkt mit der Choice an. Auch ein Moment, der später dann sehr schön nochmal aufgegriffen wird, wo Spike, mein Choice, war die erste, die ihn wirklich
so als Mensch akzeptiert hat oder als Person. Und das stimmt in der zweiten Staffel. Sie ist die erste, genau, sie ist die erste, die ihn als Wesen respektiert. Und das ist so schön, die Entwicklung von Spike beginnt halt wirklich in dem Moment immer mehr sich zu so dem absoluten Publikumsliebling zu entwickeln. Es ist eigentlich eine Schande, dass er dann in der dritten Staffel praktisch gar nicht dabei ist, in einer Folge mal. Ja, und dann halt das Finale mit Angelus. Auch großartig, finde ich, wie sich das alles entwickelt. Angelus generell als Bösewicht auch super. Ja, auf alle Fälle auch in Angel. Ich fand, großartig. Ich fand ihn als Angel erst so ein bisschen, ja, da ist er halt der nette Typ, irgendwie, und sie beschützen und so. Und dann aber auch nochmal die krasse Wandlung zu so einem motherfucking, nicht mal brutal fiesen Typ, eigentlich auch immer noch höflich fiesen Typ, aber so psychologischen. Ich fand das super. Die Szene, dass sie aufwacht morgens und hat ein Bild von sich, wie sie schläft im Bett da liegen. Und du weißt, okay, der kann in das Haus und der war die ganze Nacht dann da und hat sie beobachtet. Und du weißt, okay. Ja, und er ist halt wirklich ein Sadist. Er zerstört ja auch psychisch die Scoobies, indem er halt zum Beispiel die Miss Callender umbringt. Der erste wichtige Charakter, der stirbt, ist ja dann die Freundin von Giles. Und das ist halt auch bis dahin in der Serie so ein No-Go gewesen. Finger weg von den Hauptcharakteren. Und auf einmal wird nicht nur ein Hauptcharakter getötet, sondern ein Hauptcharakter wird von einem anderen Hauptcharakter getötet, der auch vorher noch einer der Helden war. Das ist halt so ein Moment, das wird ja auch in Buffy noch mehrmals aufgegriffen, genau dieses Prinzip. Und da dachtest du schon, holla, das nimmt jetzt gerade eine drastische Wendung. Nach diesen witzigen Gags über Hyänenmenschen und auch gefressene Direktoren, wo du noch drüber lachen konntest, nimmst du auf jeden Fall doch eine etwas herbe Wendung. Und auch was das psychologisch mit Buffy angestellt hat, die ganze Aktion, cool. Ja, aber nicht nur, dass er die Miss Clever umbringt, er foltert auch Giles schon. Genau. Auch schon in der Staffel. Was auch bis zum Ende der Serie immer wieder eine Rolle spielt. Die sind auch eigentlich alle Charaktere, bis auf Buffy, sind nie wieder mit Angel so richtig warm geworden. So, es war immer so, ja okay, das ist ein guter wieder, aber alles, das war immer so, ja, nee. Ja, es ist halt eine Zeit. Gut, dass du weg bist aus Sunnydale. So. Es ist aber halt auch mit allen anderen, die mal so eine Wandlung durchmachen. Und es machen ja alle mal so eine Wandlung durch in irgendeiner Form. Manche halt ein bisschen krasser, manche weniger krass. Aber du merkst halt, das wird den Charakteren auch nicht vergessen. Wenn die einmal richtig Dreck am Stecken hatten, das bleibt. Das ist, finde ich, auch sehr schön gelöst. Manche können es halt ein bisschen mehr vergeben, manche halt nicht so sehr. Aber halt gerade die Sache mit Angel, ja, das ist konsequent, dass der dann sein eigenes Spin-off braucht, weil in Sunny, der hat er wirklich verkackt. Und Spike ist halt von Natur aus einfach mal sympathischer. Der kann da, glaube ich, auch einfach besser drüber stehen, dass der halt sowas wieder ausbügelt, so eine Kacke. Der gibt sich dann halt auch richtig Mühe. Angel, der verpisst sich dann halt einfach, ist auch so ein Punkt für Spike. Der sagt dann so, ja, ich hab doch mal meine Seele verloren. Und Spike sagt dann, ja, hab ich halt Scheiße. Ja. Sorry, mea culpa. Stell dich mal nicht so an. Komm, ja, er versteckt sich halt einfach nicht hinter irgendwas. Genau, das war halt, ja. Das war ich, habe ich Scheiße gebaut. Aber jetzt braucht ihr meine Hilfe und soll hört auf rumzuheulen und akzeptiert es einfach. Ja, das Ende ist auch super, was auch nochmal wieder ganz später aufgegriffen wird, ist halt, dass es daraus hinausläuft, dass Buffy Angel im Prinzip töten muss. Mhm. Es ist doch so, Angel beschwört ja im Prinzip dieses, so ein Kevlar-Kattel oder so, irgendwie sowas. So ein Ding, genau, was nur mit seinem Blut erstmal heraufbeschworen kann und nur mit seinem Blut kann es auch wieder. Und das Ding, halt irgend so ein Steingötze, würde halt die Welt einmal durch sein Maul filtern und in die ewige Verdammnis jagen, was halt einer Apokalypse gleichbedeutend wäre. Ja, und dann halt fast schon Shakespeare, wie sich die Szene entwickelt mit Xander und Willow, die dann halt noch in einem Nebenstrang Sachen machen und Willow mit ihrem ersten größeren Zauber, den sie anwendet und so weiter. Genau, einmal das. Und einmal kommt eine Sache vor, die Xander im Prinzip nicht vorgehalten wird, aber in der letzten Staffel nochmal wichtig wird. Da lügt er nämlich Buffy an und sagt zu
Buffy, also es geht ja darum, Buffy muss jetzt Angel töten und er meint so, ja, Willow hat gesagt, lass ihn leiden. Und so. Und in einer der letzten Folgen der 7. Staffel geht es dann ja darum, dass Anya ein Dämon ist, was sie ja eigentlich die meiste Zeit ist ja auch ein Mensch, und aber vorher war sie ein Dämon und dann ist sie halt wieder ein Dämon und muss. Es geht darum, dass sie getötet werden soll. Und Buffy sagt halt, naja, ich töte halt Dämonen, und dann bringt sie das halt auch wieder auf, dass sie Angel töten musste. Und meint dann halt auch so, ja, Willow hat gesagt, lass ihn leiden. Und Willow sagt, das habe ich nie gesagt. So. Ja, das wird auch nicht so weiter thematisiert. Das ist halt so, ja, das ist dann Sender halt auch mal shit. Genau. Ja. Genau. Und, aber auch nachvollziehbar, weil Sender hat ja auch sehr drunter gelitten. Das war aber auch ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, das muss er jetzt auch sagen. Weil Buffy braucht im Prinzip jetzt so die Eier, um das halt zu machen. Und es ist halt auch wirklich dann nochmal fies. Er kriegt seine Seele wieder und dann muss sie ihn töten. Es ist ja wirklich fast der Moment, wo sie gerade zusticht und sie kann ja nochmal ganz kurz, glaube ich, sogar abstoppen. Also es ist so, er kriegt, sie setzt an, er kriegt seine Seele wieder und sagt, es tut mir leid, oder ich weiß gar nicht mehr, ob er noch was sagt. Und sie so, ja, bringt ihn nur um. Ja, eben. Und er ist ja dann nicht schon erstochen, wo er die Seele zurückbekommt. Nee, ich glaube, da wird ihr vielleicht erst so richtig bewusst, aber es ist wirklich so ganz kurz davor. Also seine Augen leuchten ja und dann schicht ihn zu und dann merkst du das. Ja, also er kriegt seine Seele wieder und sie bringt ihn um. Und das ist schon cool. Also das ist ein cooles Ende und vor allem war ja auch Buffy am Ende die Konsequenzen des ganzen Shits, was da passiert ist, nicht händeln kann und dann einfach mal Sunnydale verlässt. Das ist ein schöner Cliffhanger auch. Vielleicht noch mal ganz kurz, was sonst noch so in der Staffel passiert, dass halt dann Oz eingeführt wird, von Seth Queen gespielt. Auch eine tolle Figur, auch so ein Publikumsliebling. Hauptcharaktere, ansonsten... Ja, die Lehrerin, die halt... die war ja schon in der ersten Staffel dabei, die Miss Calendar. Ja. Die stirbt halt, glaube ich. Tritt in der zweiten Staffel nicht auch schon der Bürgermeister auf? Ja, der wird erwähnt. Wird er nur erwähnt? Der wird am Ende der ersten, naja, ich weiß nicht, also jedenfalls gegen Ende des, ich glaube, der, des ganzen Direktor. Zeugs ruft der Direktor den an. Ja, genau. Aber warum? Man hat der Direktor weiß halt auch, wie ja, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Die Kendra wird ja eingeführt. Die wird im Laufe der Staffel eingeführt als die Jägerin, erschaffen wurde, weil Buffy am Anfang der ersten Staffel kurz tot war. Und die Kendra wird gegen Ende dann in der Bibliothek umgebracht von Drusilla, was wiederum dann in der dritten Staffel noch Auswirkungen hat. Und das ist ja Auswirkungen bis in die letzte Staffel rein. Genau, ja, genau. Das hat enorme Auswirkungen. Da wird halt eingeführt, okay, Buffy war tot, es gibt jetzt zwei Jäger. Ich muss da mal ganz kurz was einfügen. Das war für mich nämlich eine der wenigen wichtigen Informationen des Buffy-Comics, also der offiziellen 8. Staffel, dass nämlich halt der Shit wirklich dazu führte, dass halt dann das Urböse heraufbeschworen wurde. Und wie das dann halt mit dieser Jägerin-Armee und so weiter alles liegt. Es wird ja mal gesagt, Buffy ist schuld, dass das Urböse in der letzten Staffel da so abgeht. Ja, na gut, die Hauptschuld liegt dann halt auch an dieser Geschichte mit Chloe, aber halt da fängt halt der Scheiß an. Und es wird nochmal in der 8. Staffel ein kleines bisschen genauer erklärt, diese ganze Jägerin-Blutlinie und so weiter. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, 8. Staffel lieber nicht lesen, egal. Und diese Kendra-Geschichte läuft halt auch darauf hinaus, dass dann die Polizei sich sogar mit einschaltet und Buffy Stress mit Bullen bekommt. Was ja nochmal so ein interessanter Twist ist. Das ist ja nicht so oft in der Serie, dass da wirklich das Gesetz sich mit einschaltet. Und da hat dann der Direktor irgendwann mal halt das letzte Wort. Und der kommt dann, glaube ich, auch mal mit ein paar Bullen dazu, als gerade die Kendra, glaube ich, auch gerade draufgegangen ist. Und da merkst du halt, okay, die haben halt noch irgendwie eine Instanz, die über der Polizei steht. Das ist halt der Bürgermeister. Und dann lieber klären wir solche paranormalen Fälle erstmal mit dem Bürgermeister. Da denkst du schon, der Bürgermeister, das könnte noch was werden, was da kommt. Das ist schon auf alle Fälle schön vorgeschädigt. Ja, ansonsten neue Charaktere, glaube ich, direkt, die vorkommen.
Nee. Generell wollte ich mal eine, können wir jetzt kurz so eine Frage aufdröseln, die ich bis zum Ende eigentlich hatte. Es ist ja so, dass Buffy stirbt ja zweimal. Ja. Sie stirbt das erste Mal, dann taucht die Cassandra auf. Kendra. Und dann Faith, als Kendra stirbt. Ja. Dann taucht Faith auf. Und dann ist es ja so, dass Buffy nochmal stirbt. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich habe also irgendwie noch erwartet, dass noch eine dritte Jägerin mal irgendwie auftaucht. Mhm. Und ja, letztendlich ist es halt so, nee, passiert nicht, weil Buffy ist ja schon gestorben. Die ist eigentlich aus diesem ganzen Jägerin-Shit raus. Ja, genau. Für sie kann keine neue mehr Jägerin mehr kommen, weil es kann für eine Jägerin immer nur eine neue Jägerin kommen. Deswegen also ist es zu, kann Buffy so oft sterben, wie sie will. So legt man sich das zurecht. Ja. Ja. Ist aber auch... Ja, das ist eigentlich logisch. Faith ist die... Ja, es gibt ja eine also, Linie. Das, genau, es ist aber ein Punkt, was man trotzdem ansprechen muss. Sie verliert ja nicht ihre Jägerinnenkraft. Und die Jägerinnenkraft teilt sich auch nicht auf Faith und Buffy. Die haben beide gleich viel. Das ist eigentlich ein logischer Fehler. Und genau der Punkt, das ist das, was ich meine, wird alles in der achten Staffel erklärt. Es darf nur eine Jägerin geben, zwei sind auch noch vertretbar, aber wenn es zu viele Jägerinnen gibt, dann rutscht nämlich auch das Gleichgewicht des Guten gegenüber des Bösen in eine falsche Richtung. Das Böse darf halt auch nicht zu schwach werden. Das ist so ein Yin-Yang-Ding. Das finde ich ganz interessant. Was aber keinen Sinn macht, warum hat die noch die ganzen Jägerinnen-Fähigkeiten, aber genau dieser Punkt fällt weg. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob es Joss Whedon einfach vergessen hat, oder ob das halt einfach nur so stillschweigend Vereinbarung mit den... Dass halt für die tote Buffy in der fünften Staffel wieder eine neue Jägerin kommt. Nee, ich finde das ganz logisch, dass mit dem Tod einer Jägerin eine andere Jägerin aktiviert wird. Ja. Und dann sobald ist die andere Jägerin aktiv ist, ist die erste Jägerin nicht mehr aktiv. Die hat dann zwar noch alle ihre Fähigkeiten, okay, aber sie ist eigentlich nicht mehr die aktive Jägerin. Es war halt eigentlich, Buffy kommt halt wieder. Ja. Aber sie ist dann nicht mehr die aktuelle Jägerin. Die aktuelle Jägerin ist... Ja, das schon, aber das weiß sie anscheinend, dass Jägerinnen gehen trotzdem nicht. Das, weil sonst hat sie ja noch alles. Und ich verstehe halt nicht, warum genau der eine Punkt wegfällt. Das ist, weil, also für mich ist es halt so, es wird erklärt, es haben viele, ganz viele Frauen das in sich. Ja. Und es ist dann ja mehr oder weniger Zufall, wen es dann halt trifft als nächstes. Und wenn du es einmal hast, dann hast du es halt. Auch wenn du mal gestorben bist, dann hast du es danach halt immer noch. Ja, und zum Schluss hat man ja Faith gebraucht, um alle anderen Jägerinnen zu aktivieren. Es ging ja dann nicht, dass man nur Buffy nimmt. Ja, das stimmt auch, ja. Und ich glaube halt auch, also wir sind uns ja alle mal in der Hinsicht schon einig, dass es halt so ist. Bloß wie gesagt, ich frage mich halt, ob Joss Whedon in dem Moment das wirklich alles hundertprozentig durchdacht hat oder im Nachhinein das noch so rangeklappt hat. Ja, das ist halt so gewesen, dass da halt in dem Fall keine neue... Es hätte noch in der Serie erklärt werden können. Ja. Aber ich finde es jetzt so im Nachhinein trotzdem... Ja, logisch, dass immer nur für die aktuelle Jägerin, wenn die stirbt, kommt eine neue Jägerin. Ja, das auf alle Fälle, also man kann sich damit anfreunden. Es wäre halt schön, wenn es wirklich mal direkt so angesprochen wird, dass du halt das Gefühl hast, okay, die haben es nicht vergessen, denen ist es so aufgefallen. Aber das ist eine Sache von so vielen losen Story-Dingern, die irgendwie immer gut erklärt wurden. Das ist das Einzige, wo ich halt so gedacht habe, ja, das wurde nie so nochmal aufgegriffen. Das kann ich denen auch verzeihen. Vor allem, weil es halt auch so ein Punkt ist, so der, den man sich selber nochmal erarbeitet. Ja, eben. Genau. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ja. Es wird ja auch zum Glück relativ einfach gehalten, diese ganze Jägerin-Mythologie. Ja, ansonsten... Und vielleicht, selbst wenn es zu dem Zeitpunkt eine dritte Jägerin gegeben hätte, hätte es ja niemand gewusst. Ja, eben. Ich habe halt immer gedacht, in der sechsten Staffel oder halt in der siebten Staffel taucht eine dritte Jägerin dann auf, sozusagen. Vielleicht hatten sie auch mal so einen Plan, dass statt Giles die dritte Jägerin mit den Anwärterinnen dann mal auftaucht und sagt, hier, ich bin übrigens die dritte. Vielleicht, ist aber auch egal. Ja. Ich habe halt immer gedacht, es kommt noch eine dritte Jägerin und dann kam halt keine und es war also ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem Expanded Universe, ob es Canon ist oder Off-Canon,
vielleicht da irgendwie eine Romangeschichte gibt, dass halt auch dieser Tod noch eine Jägerin hervorbringt, was die sich für die Romane vorhat. Irgend so ein Shit. Aber drauf geschissen ist halt echt auch nicht so wichtig. Weil wie gesagt, die Mythologie, die ist interessant im Buffyverse, aber die steht halt nie im Mittelpunkt. Und dafür halt auch wieder der schöne Beleg, eine der ersten Szenen in der ersten Staffel, wo Buffy das erste Mal auf Giles trifft, ich nenne ihn lieber Giles als Chiles, wo Chiles gleich mal so einen Monolog hält über diese Mythologie, dass halt dort der Höllenschlund ist und früher, lang bevor die Menschen wandelten, gab es halt Dämonen, die haben sich mit Menschen gepaart und entstanden halt sowas wie die Vampire und davor gab es aber das Urböse und die Urgötter und die Mächte, die waren oder the powers that be und so weiter. Und der Buffy nur so, das interessiert mich nicht. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und die kommen zwar hin und wieder, es kommen ja Leute wie die Chessmen bei Angel oder the powers that be werden immer mal reaktiviert. Zum Beispiel die Cordelia hat ja die powers that be in sich drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie die auf Deutsch hießen. Es gibt das Urböse bei Buffy. Die kommen ja alle mal vor. Aber so diese komplette große Mythologie, die wird immer nur mal so angerissen. Illyria bei Angel und so weiter, die kommen mal vor. Und das mit den Jägerinnen, das ist halt auch so ein Ding. Das interessiert die nicht so richtig. Das interessiert die erst, wo sie es halt mal wirklich als Waffe brauchen am Ende der letzten Staffel. Aber ansonsten, du hast ja das Gefühl, ja, also wenn ich jetzt sowas wäre, da würde ich mich doch da informieren. Aber Buffy denkt, nee, ich muss noch Mathe lernen. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da über den ganzen Scheiß zu machen. Ich habe gerade anderen Shit da, der jetzt im Moment wichtiger ist als ja, eben. Das, was in ein paar Jahren mal auf mich zukommt. Das ist ein schönes Statement. Das wäre eigentlich ein schöner Freifahrtschein, auch allen möglichen Scheiß zu machen. Aber das Coole ist, es scheint trotzdem verbindliches Regelwerk zu geben. Und es gibt halt auch Charaktere, die sich damit auseinandersetzen. Genau. Giles, der halt das weiß, dass es das gibt. Aber der in dem Moment dann auch nichts bringt, weil da halt andere Probleme haben. Genau. Und es wird ja auch dann immer mal erklärt, wie zum Beispiel die Magie funktioniert, wie ein Vampir entsteht und so weiter. Also es gibt das Regelwerk schon, aber drauf geschissen. Die Buffy interessiert es einen Scheiß. Ja, das ist ein cooler Punkt. Diese Vampire, die muss kaputt machen. Die muss wissen, was sie kaputt machen. Wir können ja vielleicht nochmal zweite Staffel so besten und schlechtesten Folgen kurz anreißen. Ich glaube, da fehlt mir jetzt gerade nicht so viel. Möchte ich auf jeden Fall Spike. Ja, alles mit Spike. Ja. Ganz cool finde ich, da gibt es die, dass Xander und Cordelia kommen zusammen in der zweiten Staffel, wo Xander halt einen Zauber mal anwendet. Ja, beste Folge. Und er dann auch eine Szene mit Buffys Mutter hat, weil Buffy steht halt auch auf ihn und eigentlich alle Frauen stehen dann auf ihn. Na, wollen wir da nicht noch ganz kurz drauf eingehen? Wo ja in der letzten Staffel, gerade in der ersten Hälfte, sehr viele der alten Geschichten der ersten drei Staffeln nochmal referenziert werden. Und da wird ja unter anderem auch diese Liebeszaubergeschichte referenziert durch diese Baseballjacke oder Footballjacke. Ja. Und Xander denkt so zurück, ja, ich habe auch mal so einen Liebeszauber auf mir gehabt. Und dann denkt er so zurück, wie die alle wie Zombies ihn zerfleischen wollen. Und ach, das war schön. So diese nostalgische Verklärung. Hey Xander, hast du mich auch diese Jacke versucht anzuziehen? Ah, ich möchte die Frage nicht beantworten, aus Gründen, dass sie mir nicht gepasst hat. Aber das ist doch, glaube ich, wirklich der Traum eines jeden Mannes, auch wenn man am Ende zerfleischt wird. Aber alleine diese Szene... Da gibt es noch den alten Gag von Monty Python, dass so ein Typ zum Tode verurteilt wird und darf seine Todesart aussuchen und dann wird halt von nackten Frauen in so einen Abgrund getrieben. Und im Prinzip ist es das, ja. Ja, das stimmt. Aber alleine die Szene, wo er Bibliothek, ich glaube, mit Amy und mit Buffy ist, oder? Waren es die beiden und alle schon so ein Reizwäsche? Also dachte ich ja echt, Xander, ich weiß, du bist jetzt noch Jungfrau und es ist die eine Sache, da groß drüber zu tönen, aber trotzdem, Mensch, du weißt doch, dass da gerade ein Zauber am Weg ist, du nutzt es doch aus. Ja, ich hab gedacht, ja,
Er ist halt standhaft, er ist halt ein guter Kerl. Ja, den Zauber nicht aus. Nein, Sender, du musst ihm Geld geben. Ich weiß nicht, ob das als Zaubervergewaltigung gültet, aber ich hätte es ihm gegönnt. Hat Sender ein. Ach nee, Sender hat zwei. Ich wollte nämlich gerade auf den Punkt aus, dass Sender ja nur mit einer Frau generell Geschlechtsverkehr hatte in Buffy, aber hat er ja zwei. Ich glaube, es sind sogar mehr. Es sind mehr, ja, es sind doch mehr. Was? Es ist halt. Also Face, auf jeden Fall. Entkommt ihn. Ja. Dann hat er natürlich mit Anya das zweite Mal und dann halt auch ganz viele weitere Male Geschlechtsverkehr. Ja, ja. Und dann, als er mit Anya in Trennung lebt, ich weiß, sie hatte ja, dann gut, mit okay. der Ashanti Geschlechtsverkehr. Es ist so, da wird angedeutet, dass er Dates hat und so ein Shit. Ja, ja. Aber das wird nie gesagt, ob er wirklich macht. Naja, aber ganz ehrlich, also das ist dann eine. Die Sache ist auch wieder super lustig, ne? Er hat seine Frau sozusagen verloren. Trifft dann auch eine Frau, mit der er sich unterhält und landet wieder in so einer Situation, dass sie ihn umbringen will. Ja. So auch aus Trump früher, mal vor Ocker. Also ich denke schon, dass er da schlecht wird. Ja, aber nur spätestens im Comic ist es dann auch so. Ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, mit wem er im Comic dann letzten Endes zusammenkommt, wer halt dieses prädestinierte Love Interest ist, was sogar schon in der Serie angedeutet wird. Mhm. Aber weil ich will den Comic lieber dann ganz rauslassen, bevor ich noch solche kleinen Andeutungen bringe. Aber Xander ist ein sexueller Mensch. Das kann man, glaube ich, so. Ja. Um eine sehr schöne Szene in der letzten Staffel, wo schon die ganzen Jägerinnen mit im Haus wohnen und eine Folge fängt an, dass er diesen Traum hat. Und alle haben da mit ihm Kissenschlacht und wollen ihn ficken und. Er wacht dann so auf und die so, ey, Sender, steh auf, ich, warte mal, ich kann doch nicht. Geht doch mal kurz. Ich mal noch kurz liegen, ich hab einen Krampf. Für die ganze Scheiße, was ihm passiert, würde er dann doch auch ab und zu mal sehen. Ja, ich fänd's auch nur fair, wenn die dem Himmel wieder einfach mal diese Liebeszauber mal so unterjubeln würden. Einfach als Geschenk. Ja. Meinetwegen die lesbische Willow, die versucht sich dann irgendwie in Quarantäne zu bringen, lässt denn da mal eine Stunde oder so. Damit er einfach mal belohnt wird. So, oh, da ist mir wieder was daneben gegangen. Hoppla. Bis in der Stunde habe ich es wieder gerichtet. Hoppala. Ich bin da ich auch schön. Die erste Szene in der zweiten Staffel. Es ist ja in der ersten Staffel noch so, dass Willow in Xander verliebt ist. Und dann ist es halt so, dass Buffy bei ihrem Vater war während der Sommerferien. Und Xander und Willow halt wieder alleine waren und so und die laufen dann da irgendwie am Friedhof entlang. Und es gibt dann eine Szene, dass sie kurz davor sind, praktisch sich dann doch endlich mal zu küssen, obwohl Xander ja immer auf dem Schlauch stand und das nicht so gecheckt hat, dass Willow eigentlich jederzeit hätte er sie haben können. Und dann kommt halt ein dusseliger Vampir wieder dazwischen. Und wie ist denn das denn? Ist es in der dritten Staffel ist dann erst so, dass sie dann doch nochmal richtig anbandeln, halt. Dann mit dem Werwolf zusammen. Aber das ist schon in der zweiten Staffel. Das ist in der zweiten Staffel. Das ist, glaube ich, schon in der dritten Staffel, wo das dann in die Brüche geht, weil die halt dann doch ihre Affäre haben. Die kommen ja erstmal in den Konstellationen Xander, Cordelia und Willow und Oz zusammen. Ja. Und in der dritten Staffel gehen wir zur dritten Staffel, dann, würde ich sagen. Nee, ganz kurz nochmal. Mist, was war's? Eine schlechte Folge, die mir noch einfällt, die ist mir aber auch schon wieder entfallen. Außer die, die wir vorhin schon hatten. Ja, die mit dem Wassermenschen. Genau. Wo übrigens Wentworth Miller seinen ersten Auftritt hatte, der Michael Scofield aus Prison Break. Der war dort einer der Wasserball. Nee, mir ist es jetzt entfallen, aber es gab halt schon ein paar Folgen, aber insgesamt ist die zweite Staffel halt für mich halt auch noch so eine, weil ich sage, ja, also Leute, Vorsicht, die erste Staffel, die ist ja auch schon. Was den Durchschnitt der Einzelfolgen anbelangt, teilweise ein bisschen schwierig. Da gibt es Folgen wie den Computerdämon. Dann in der zweiten Staffel gibt es halt das, wo die mal diese Eier haben. Teacher's Pet, Ja, das sind so ein paar. Aber ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, die Folge, wo Xander seine zweite Dämonenfreundin hat, nämlich die Mumie. Die Aztec-Mami, wo sich die komische Krankheit anfängt. Mhm. Auf die auch immer mal wieder angesprochen. Ja, es sind halt solche Folgen am Anfang noch mit drin und das kann man ja noch mal ganz kurz als Exkurs erwähnen.
ich bin jetzt nicht unheimlich belesen, was dieses ganze Produktionsdrum herum bei Buffy anbelangt. Es sind auch manchmal Sachen, die will ich gar nicht wissen, um den Schein zu wahren, um die Mystik dahinter zu wahren. Aber ich weiß halt, dass Joss Whedon einer war, der sehr früh auch schon im Internet unterwegs war und in Foren, Chatrooms und so weiter, Newsgroups damals wahrscheinlich eher, sich mit den Fans wirklich ausgetauscht hat, in den frühen Zeiten des Internets. Und er hat dort halt auch mal erwähnt, dass er selber überrascht war, was irgendwelche eingekauften Autorenteams, vom Sender eingekauften Autorenteams, aus seiner Serie da machen in den ersten beiden Staffeln. Er hatte da eine Vision und auf einmal kommt da irgendwelche Gastautoren und schreiben da die abstrusesten Stories, die es ihm fast kaputt gemacht hätten. Zum Beispiel, das sind halt Folgen, die da mit reinfallen. Und du merkst es halt auch. Du merkst, da ist halt nicht der Showrunner nochmal der letzte Mensch gewesen, der drüber geguckt hat. Ja. Da hat der Sender gesagt, ne, wir müssen auch mal eine Folge mit einer Mumie einbauen. Das ist so. Die super natürlich. Und ja, das sind aber halt auch die Folgen, die die frühen Buffy-Staffeln ein bisschen schädigen. Also spätestens ab der dritten Staffel hast du das halt schon deutlich homogener. Das ist dann schon eine Handschrift. Jetzt können wir ja dann mal rübergehen in die dritte Staffel. Trotzdem ist die erste und zweite Staffel bisschen cheesy, aber man kann es immer noch gucken. Ja, auf alle Fälle. Alleine aufgrund der Story Meilensteine, weil die sind halt auch da schon richtig gut. So, damit endet der erste Teil des Buffy Podcasts. Wir haben hiernach noch knappe 7 Stunden weiter erzählt. Muss ich mal gucken, in wie vielen Teilen ich das jetzt insgesamt verpacken werde. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wo es dann am Anfang erstmal um die dritte Staffel geht und dann mal schauen. Ja, in Vertretung von Dave, Jochen und Michel sage ich dann erstmal Tschüss und bis dann.